Herzlich willkommen zum siebten Gewässerdialog. Das ist vielleicht aufregend, hier zu stehen, in einem fast leeren Raum und zu wissen, Sie sind alle nach und nach dazugekommen, obwohl wir Sie nicht direkt sehen können oder Sie auch wieder ausgeschaltet wurden, wenn wir Sie doch kurz sehen konnten. Wir freuen uns, dass Sie heute online dabei sind bei unserer Veranstaltung. Ich hoffe, mit der Einwahl hat alles gut geklappt. Sie haben den Weg zu uns gut gefunden. Sollte es doch noch irgendwelche Probleme geben, haben Sie mit der Einladungsmail ja schon den Hinweis bekommen, dass es eine Notfallnummer gibt, wo Sie sich Rat holen können, wenn Sie technischen Support brauchen. Mein Name ist Frauke Kramer von den Gewässerexperten und ich führe Sie heute durch das Programm. Unsere Veranstaltungsreihe Gewässerdialog steht unter der Überschrift Netzwerken für die Zukunft der Wasserwirtschaft. Der erste Gewässerdialog hat 2012 stattgefunden. Da haben wir das Format aus der Taufe gehoben und haben es seither fast im jährlichen Rhythmus durchgeführt und somit fest etabliert. Unsere Motivation war es damals und ist es auch heute noch, abseits des Arbeitsalltags in gemütlicher Atmosphäre einen Rahmen zu schaffen, wo man sich interdisziplinär und durchaus auch kreativ über die Branchengrenzen hinweg austauschen kann mit über Themen zum Wasserbezug. Wir haben immer Kurzvorträge im Programm, die Impulse geben für die anschließende Diskussion und den Austausch. Der soll natürlich nie zu kurz kommen, steht eigentlich im Mittelgrund, das Netzwerken. Heute haben wir andere Lösungen gefunden, wie Sie, obwohl Sie nicht hier vor Ort bei uns sind, sich einbringen können. Der Blick auf die Teilnehmerliste hat uns gezeigt, dass wir viele von Ihnen zum wiederholten Male schon begrüßen können. Das freut uns natürlich sehr. Aber es sind auch wieder ganz viele neue Gesichter, hätte ich fast gesagt, dabei. Nein, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den verschiedensten Standorten, auch wenn erstmal ohne Gesichter. Wir freuen uns natürlich sowohl über die Wiederholungstäter als auch für die, über die, die zum ersten Mal dabei sind. Unser diesjähriges Thema lautet, Sie haben es in der Einladung und im Programm schon gesehen, vielleicht war es sogar Anlass für Sie, sich heute hier anzumelden, Gewässerschutz zwischen Bedarf und Realität, Vorstellung von Einsatzmöglichkeiten moderner Systeme und innovativer Lösungen. Wir wollen gemeinsam den Fragen nachgehen, wie nah sich Wunsch und Realität im Umsetzungsprozess tatsächlich kommen, ob und wie ein digitales Entscheidungsunterstützungssystem zum Schutz der Wasserqualität beitragen kann. Und schließlich wird vorgestellt eine GIS-basierte Kontaminationsrisikoanalyse mit der Frage, ob das auch bei uns in Deutschland zum Gewässerschutz beitragen kann. Das Programm kennen Sie auch schon aus den vorausgegangenen Mails. Wir gehen es trotzdem einmal eben durch. Den ersten Punkt haben wir hoffentlich erfolgreich gemeinsam gemeistert. Sie sind jetzt hier bei uns in unserem virtuellen Konferenzraum. Nach der Begrüßung und ein paar allgemeinen Informationen starten wir dann gleich mit dem ersten Vortrag. Da wird die Frau Manderfeld, meine Kollegin, zum Thema Gewässerentwicklung zwischen Wunsch und Realität berichten. Anschließend springen wir nach Südafrika, haben einen Vortrag von Frau Hane über das Entscheidungsunterstützungssystem Cadenza. Gehen danach in eine Pause, die Sie als Kaffeepause, wie sie noch im Programm steht, nutzen können oder aber sich einen unserer oder unseren Pausenfilm angucken können. Wichtig an der Stelle vielleicht schon einmal, bleiben Sie bitte dran, auch wenn die Pause gerade ist. Schalten Sie sich nicht aus dem Meeting, sondern ja, selbst wenn Sie sich die Beine vertreten wollen, kurz lassen Sie das Meeting einfach weiterlaufen. Nach der Pause treffen wir uns wieder, sobald der Film beendet ist, und starten in den dritten Vortrag von Dr. Christian Jolk zur GIS-basierten Kontaminationsrisikoanalyse, auch am Beispiel des Olifants River in Südafrika. Dann haben wir eine kleine Programmänderung noch eingebaut, die Sie in dem ausgedruckten oder gelayouteten Programm noch nicht drin hatten.
Vor der zweiten Pause schalten wir live in den Krüger Nationalpark in Südafrika und werden da einen kleinen Austausch mit den lokalen Projektpartnern aus dem Forschungsprojekt haben, aus dem die beiden Vorträge stammen. So. Bevor wir gleich inhaltlich starten, haben wir noch ein paar Informationen zum Ablauf und zu den Spielregeln. Sie wissen, oder die meisten davon haben wahrscheinlich schon mehrere Anmeldungen hinter sich. Wir hatten ursprünglich vor, unseren 7. Gewässerdialog im März durchzuführen, mussten dann aufgrund der Corona-Pandemie verschieben. Das war zunächst auf den September geplant. Dann haben wir das komplette Konzept neu durchdacht und sind jetzt mit unserer hybriden Veranstaltung in den November gerutscht. Wir sind sehr, sehr gespannt auf diesen ersten hybriden Gewässerdialog und hoffen, dass die Technik mitspielt. Bis jetzt verhält sie sich ganz vernünftig. Sehen Sie es uns nach, wenn es vielleicht den einen oder anderen Wackler irgendwann gibt. Wir arbeiten dann mit Hochdruck dran, das alles wieder in die Reihe zu kriegen und sind da sehr zuversichtlich. Was wir jetzt schon sagen können zu diesem neuen Format ist, dass die Reichweite sich ganz deutlich erhöht hat. Das war vorher der Gewässerdialog doch eine eher regionale Veranstaltung, wo dann die Referenten maximal einen etwas weiteren Weg hatten. Heute sind sie tatsächlich von Schleswig-Holstein und Niedersachsen bis nach Baden-Württemberg dabei. Also geografisch doch deutlich ausgedehnt. Dabei sein heißt heute online dabei sein. Während Sie zu Hause oder im Büro vor den Bildschirmen sitzen, sind wir hier das Veranstaltungsteam in einem Tagungshotel und senden diese Veranstaltung. Das heißt, Sie sehen uns, aber wir sehen Sie nicht und Sie sehen sich auch untereinander nicht. Das ist jetzt bei einer virtuellen Veranstaltung natürlich ganz normal und Stand der Dinge, aber für eine Netzwerkveranstaltung, wie sie der Gewässerdialog ist, doch erstmal ungewöhnlich. Deswegen haben wir im Vorfeld überlegt, wie wir das sicherstellen können, dass wir doch ein bisschen in den Austausch mit Ihnen gehen können. Und da werde ich gleich einmal an das Regiepult weiterleiten zum Herrn Nienhaus, dem Inhaber der Gewässerexperten, der Ihnen ein paar Spielregeln vorstellen wird. Einige von Ihnen haben ja auch im Vorfeld schon unseren Online-Fragebogen ausgefüllt. Das sind super Informationen und Eindrücke gewesen, die wir auch mit aufgegriffen haben und die Frau Manderfeld in ihrem ersten Vortrag gleich auch aufgreifen wird. Dann gebe ich jetzt ab an die Regie. Richtig, da kriege ich gerade den Hinweis, das gebe ich gerne noch mal weiter. Ich hatte es eingangs schon gesagt. Sollten Sie Probleme haben und mich nicht hören können, sondern nur sehen, dass ich rede oder sonstige technische Probleme haben, kontaktieren Sie bitte die Notfallnummer. Die Frau Greger steht da parat. Ja, in der E-Mail steht die Rufnummer auf jeden Fall drin. Nutzen Sie das, gucken Sie einfach noch mal nach. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus zum 7. Gewässerdialog. Ich und die Frau Zülich sitzen hier in der Regie und versuchen alles am Laufen zu halten. Das ist für uns neu. Wir hoffen, dass alles funktioniert. Wir wissen nicht, ob alles funktioniert. Drücken Sie uns gemeinsam vielleicht einfach die Daumen, dass wir gut durch diese Veranstaltung, diese erste hybride Veranstaltung gehen können. Bevor wir jetzt ins Programm starten, vielleicht noch ein paar Punkte. Sie haben das vielleicht gerade gesehen, wenn Sie das Chatfenster nicht geöffnet haben, kann es sein, dass die Frau Kramer etwas abgeschnitten war. Öffnen Sie sich einfach auf der rechten Seite das Chatfenster, dann kommen Sie in den Genuss und können das ganze Bild letztendlich sehen. Ja, Sie haben das gemerkt, als Sie reingekommen sind. Wir haben Sie erstmal alle stumm geschaltet, die Kameras ausgeschaltet, damit Sie nicht einfach unbedarft dazwischen kommen oder auch irgendwo ein Mikrofon vergessen wird oder sowas in der Ecke. Das kann ja teilweise zu peinlichen Situationen führen, das wollen wir einfach nicht. Sie bekommen aber an verschiedenen Stellen nochmal die Gelegenheit, sich auch live dazuzuschalten. Dafür gibt es nachher drei Optionen, das müssen Sie sich jetzt merken. Sie können entweder als erste Option digital die Hand heben, wenn Sie eine Frage haben.
Dieser Button verbirgt sich unter den drei Punkten in Ihrem Browserfenster. Da können Sie dann digital die Hand heben. Das sehen wir dann hier in der Regie. Und am entsprechenden Tagesordnungspunkt nehmen wir Sie dann dazu. Die zweite Möglichkeit ist, Sie schreiben in den Chat Frage. Das sehen wir auch. Und dann können wir letztendlich Sie dann der Reihe nach auch dran nehmen. Die dritte Option ist, Sie schreiben die Frage komplett in den Chat. Wenn Sie sagen, ich möchte nicht mit Ton und Bild irgendwo gesehen werden, dann können Sie aber trotzdem eine Frage stellen. Also diese drei Optionen haben Sie auf jeden Fall. Wir werden Sie dann aktiv mit Namen ansprechen und Sie dann letztendlich aufrufen und dann können Sie Ihr Mikrofon und Ihre Kamera letztendlich aufschalten. Sie haben halt dann die Möglichkeit, entweder Video und Mikrofon zu aktivieren oder wenn Sie das Video nicht möchten, dann machen Sie einfach nur den Ton an und sind halt mit Bild nicht zu sehen. Ja, noch kurz zu den geplanten Pausen. Bleiben Sie bitte dringend eingeloggt, damit Sie nicht nachher wieder in die Lobby kommen. Wir schalten uns dann hier im Raum auf Stumm. Sie können die Pause nutzen, um eben auf die Toilette zu gehen. Oder Sie gucken sich einen Pausenfilm an. Das sind die Möglichkeiten, die Sie dann in den Pausen haben. Wir werden dann zum Abschluss noch eine kleine Umfrage starten. Sie können nach Beendigung des Gewässerdialogs dann einfach noch mal in der Leitung bleiben und ganz in Ruhe noch 20 Minuten die Fragen ausfüllen. So, das war es bei mir aus der Regie und ich würde jetzt wieder abgeben an die Frau Kramer in die Moderation. Viel Spaß. Wunderbar. Dann hoffe ich, dass Sie gut gerüstet sind für die anschließenden Vorträge und vor allen Dingen die Diskussionen, wo Sie dann sich eben einbringen können. Kommen wir zum ersten Vortrag, unserem ersten Programmpunkt. Meine Kollegin Carmen Manderfeld berichtet zum Thema Gewässerentwicklung zwischen Wunsch und Realität, Erfahrungen aus der Planung. Frau Manderfeld ist Diplomgeografin und als Gewässerexpertin der ersten Stunde seit 2010 im Unternehmen. Sie ist Mitglied der Geschäftsleitung und hat 2013 etwa den Bereich Gewässerplanung und Gewässerentwicklung maßgeblich mit aufgebaut, den sie seither auch leitet. Bevor wir starten, jetzt muss ich gucken, wir haben jetzt ein paar Informationen, kommen jetzt vielleicht doppelt, aber doppelt hält er bekanntlich besser. Ein Unterschied, den wir uns jetzt hier zum Vorteil machen, im Gegensatz zu einer Präsenzveranstaltung, ist, dass Sie Ihre Fragen ruhig schon während des Vortrages in den Chat stellen können. Das heißt, was bei einer Live-Veranstaltung mit Publikum als unhöfliches Dazwischengequatsche gewertet würde, ist jetzt tatsächlich Ihr Vorteil, wenn Sie ein Stichwort haben oder Ihnen ein Gedanke kommt, nutzen Sie ruhig schon den Chat und schreiben Sie das währenddessen schon rein. Dann hilft es in dem Fall der Regie, wie der Nienhaus schon sagte, die Beiträge ein bisschen zu verwalten und dann am Ende weiterzugeben. Und jetzt freuen wir uns auf deinen Erfahrungsbericht, Carmen. Ja, herzlichen Dank, liebe Frauke. Danke für die einleitenden Worte. Jetzt auch noch von mir herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie da draußen an den Bildschirmen, diesen Satz kann ich mir nicht verkneifen. Ich komme mir gerade ein bisschen vor wie Karin Mioska, wahrscheinlich in ihren ersten Moderationsstunden. Sie können sich das gar nicht vorstellen. Wir sind hier ungefähr, nicht immer 10 Leute im Raum. Es ist ein riesengroßer Raum. Wir müssen Hygienevorschriften einhalten und trotzdem noch das Gefühl erzeugen, dass wir gerade bei Ihnen im Wohnzimmer, im Büro oder sonst wo sitzen. Aber dafür geben wir uns die größte Mühe. Steigen wir ein in meinen Vortrag. Ja, jetzt sehen Sie ihn auch. Wenn meine Augen manchmal wandern, dann hat das damit zu tun, dass da vorne Kameras sind und da sehe ich meinen Vortrag und vor mir sehe ich das Webex, um einfach auch zu sehen, wie Sie unsere Veranstaltung sehen. Da kann ich schon mal kurz den Blickwinkel verändern. Mein Titel für heute, Gewässerentwicklung zwischen Wunsch und Realität, Erfahrung aus der Planung. Sie merken, ich habe den Titel der Veranstaltung nicht ganz übernommen. Ich habe aus dem Bedarf den Wunsch gemacht, weil ich heute ein bisschen aus dem Nähkästchen eines jungen Planungsbüros berichten möchte und
Da fühlt man sich manchmal nicht in Situationen, wo tatsächlich ein Bedarf erfüllt werden muss, sondern oder sollte, sondern auch manchmal das Thema Wunschkonzert auf dem Tablett steht. Was möchte ich heute erzählen? Natürlich noch einmal ganz kurz die Zielerreichung Wasserrahmenrichtlinie. Was haben wir uns da im Jahr 2000 eigentlich alle vorgenommen? Dann aber tatsächlich das Nähkästchen öffnen, Wunschvorstellungen, gleich Mussvorstellungen und dann versuchen, in einem dritten Punkt einen kleinen Realitätscheck zu machen aus der Erfahrung. Da werde ich aus einigen Dingen erzählen, aber natürlich nicht das konkrete Projekt benennen. Da möchte ich alle unbeschadet halten. Dann würde ich berichten aus dem Online-Fragebogen, den einige von Ihnen ausgefüllt haben. Das finde ich super. Da kamen sehr, sehr gewinnbringende Punkte zusammen. Herzlichen Dank schon mal an dieser Stelle. Und im fünften Punkt würde ich gerne auch über Erfolgsfaktoren reden. Denn es geht nicht nur darum zu meckern, warum irgendwas nicht läuft oder warum wir das Ziel verfehlen werden wahrscheinlich, sondern auch Punkte zu nennen, die positiv auf diesen ganzen Prozess der Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie einwirken können. Starten wir nochmal mit der Zielerreichung Wasserrahmenrichtlinie. Was hat man sich dabei gedacht? Ich habe mich mal bemüht, auf den Seiten Flussgebiete NRW mich umzuschauen, auf den Seiten des Umweltbundesamtes und so weiter. Da werden die Ziele manchmal unterschiedlich formuliert. Die Inhalte sind aber gleich. Und zwar geht es nach wie vor darum, alle Gewässer, Grundwasser- und Oberflächengewässer, sind prinzipiell zu schützen. Bis zu einem vorgegebenen Termin ist für alle Gewässer ein guter Zustand zu erreichen. Alle Bewirtschaftungsprozesse und Maßnahmen werden auf der Ebene von Flussgebieten koordiniert. Neben den Einleitungsgrenzwerten werden auch Gütevorgaben gemacht nach dem Emissionsprinzip. Die Preise für Wassernutzung sollen die tatsächlichen Kosten widerspiegeln. Und ganz, ganz wichtig und zentral, Bürgerinnen und Bürger sollen in alle Prozesse eingebunden werden. Die EG Wasserrahmenrichtlinie ist damit ein ganzheitliches Schutz- und Nutzungskonzept für die europäischen Gewässer. Und es hat dazu geführt, dass man mal überhaupt in eine umfassende Bewertung des ökologischen Zustands von Flüssen und Bächen eingestiegen ist, sowohl auch natürlich in die Bewertung von Stillgewässern. Etwa die Hälfte aller Flüsse und Bäche in Deutschland wurden als erheblich verändert oder künstlich ausgewiesen. Und auch hier gilt dann nicht der gute Zustand oder der sehr gute Zustand als Ziel, sondern das gute ökologische Potenzial. Zielerreichung hieß es damals, vor inzwischen 20 Jahren, bis 2015. Ich glaube, es ist kein Spoiler-Alarm auszusprechen, wenn ich Ihnen sage, dass wir das Ziel im Jahr 2015 nicht erreicht haben. Hier sehen Sie eine ganz schöne Abbildung des BUNDs, die ich mir mal bemüht habe, aus dem Netz zu ziehen. Auf der linken Seite sehen Sie den heutigen bzw. auch den Zustand von vor 20 Jahren. Vieles hat sich leider noch nicht verändert. Auf der rechten Seite, so sollte die Landschaft aussehen, wenn wir die Ziele erreicht haben im Jahr 2027. Die Gewässer sollten sich also in einem guten Zustand befinden. Und tatsächlich sehen Sie da immer noch die Landwirtschaft, Sie sehen immer noch die Industrie, Sie sehen immer noch die Menschen, den Tourismus, die Angler. Und das sollte alles im Einklang geschehen. Kommen wir schon zu einem kleinen Realitätscheck. Der ökologische Zustand der Gewässerkategorien in Deutschland. Hier sehen Sie an einem Kuchendiagramm, die Flüsse tragen immer noch allzu sehr die Signalfarben Rot, Orange, Gelb. Das bedeutet, 19,9% der Flüsse in Deutschland sind immer noch in einem schlechten Zustand, 34,4% in einem unbefriedigenden. Und wir sehen nur wir sehen den kleinen blauen Anteil gar nicht. Wir sehen nur die blaue Zahl, 0,1% der Flüsse in Deutschland sind im sehr guten Zustand. Das ist eine Darstellung aus dem Jahr 2016. Stand Ende 2015 war, dass nur ca. 6,6% der deutschen Flüsse und Bäche das Ziel erreicht haben. Und als häufigste Ursachen nennt da das Umweltbundesamt
zu hohe Belastungen durch Nährstoffe, Feinsedimenteinträge und Pflanzenschutzmittel sowie hydromorphologische Degradation der Gewässer durch Verbau und Begradigung. Die ökologische Durchgängigkeit ist also nicht vorhanden. Aber sind das wirklich die häufigsten Ursachen für die Zielverfehlung? Daran können wir eigentlich nur den Zustand bemessen. Was führt dazu, dass wir immer noch nicht weiter sind und immer noch nicht sich das rechte Bild eingestellt hat? In der Planung, und da möchte ich Sie jetzt einfach ein bisschen in den Alltag eines Planungsbüros holen, in der Planung richten wir uns natürlich nach dem Leitbild, wenn ein Auftraggeber zu uns kommt und sagt, ich habe hier einen Gewässerabschnitt in einem Typ 18 Gewässer, der soll jetzt bitte zu einem Strahlursprung umgemodelliert werden. Dann schauen wir uns natürlich an, wie das Referenzgewässer aussähe. Das haben auch Menschen schon vor uns getan, weil es zahlreiche Maßnahmen, Konzepte, Gewässerentwicklungskonzepte, Gewässerentwicklungspläne etc. gibt. Aber die Planung ist ja das Teil, das aus diesen Konzepten rausgenommen wird und dann konkret ans Planungsbüro übergeben wird. Und da schauen wir uns dann nochmal ganz konkret diese 500 Meter, 1000 Meter, 2500 Meter, wie auch immer an. Denn die Granularität der Defizite zeigt sich erst, wenn man ganz konkret am Gewässer steht und die Defizite sehen kann. Wunschvorstellung ist auch eine Mussvorstellung nach Wasserrahmenrichtlinie. Wieder das Schlagwort Zielerreichung 2015 ist, kann jetzt keine Mussvorstellung mehr sein, war die Wunschvorstellung. Die Zielerreichung sollte möglichst ganz, ganz schnell erfolgen, in möglichst wenig Zeit, mit sehr viel Enthusiasmus. Es sollte der gute bis der sehr gute Zustand hergestellt werden. Das bitteschön kosteneffizient und haushaltskonform. Und Hand in Hand mit Behörden und Politik unter Mitnahme der Menschen. Teilweise sollte man die Menschen außen vor lassen. Die dürfen ran ans Gewässer, sie müssen weg vom Gewässer. Immer wieder eine Diskussion, die man vor allen Dingen mit verständlicherweise mit Naturschutzverbänden und unteren Naturschutzbehörden führt. Und damit steigt man quasi schon in die ersten Konfliktgespräche ein, die wir als Planungsbüro führen müssen. Dieses alles soll im Einklang mit allen Richtlinien bitte funktionieren. Die Wasserrahmenrichtlinie im Einklang mit der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie, mit der FFH-Richtlinie, bitte auch mit dem Denkmalschutz. Das soll alles im Einklang passieren. Und dann am Ende stellt man sich dann die Frage, oder es kommt zu dem Punkt, bitte erstellt mir doch im urbanen Raum einen Strahlursprung. Und das natürlich im Raum und schafft Raum für eigendynamische Entwicklung. Jetzt machen wir mal einen Realitätscheck. Wenn ein Auftraggeber zu uns kommt und sagt, hier, wir haben einen Gewässerabschnitt, das ist die Maßnahme XY aus dem Maßnahmenkonzept, aus dem Umsetzungsfahrplan oder dem Gewässerentwicklungskonzept, kommt zu uns und sagt, bitte plant mir die Renaturierung. Da ist schon so viel vorher passiert, was Zeit in Anspruch genommen hat, bis die Anfrage überhaupt bei uns landet. Sind es Kunden, mit denen, die wir schon lange begleiten, geht das wesentlich schneller. Sind es aber Kunden, die abwarten müssen, bis die Vergabestelle aktiv geworden ist, dann ist man schon an der Stelle angekommen, wo Personalmangel bei den Behörden und bei den Unterhaltungspflichtigen dazu führt, dass man in der Zeit schon weit nach hinten rutscht. Das ist keine Kritik an dem Personal, sondern daran, dass zu wenig Menschen in diesen Bereichen eingestellt sind. Hinzu kommt, dass teilweise Wissensmangel besteht, weil die Kollegen aus fachfremden Gebieten kommen. Da muss eine Ausschreibung von einem Sachbearbeiter gemacht werden, der eine Verwaltungslaufbahn hinter sich gebracht hat, aber bei weitem kein Gewässerökologe ist. Themen wie die stiefmütterliche Behandlung von Gewässerschutzthemen in der Vergangenheit sorgen schon dafür, dass wir zeitlich in Verzug kommen. Und wenn es dann auch noch zu Personalwechseln kommt und die Übergaben ein halbes bis ein ganzes Jahr dauern, dann fangen wir schon wieder ein halbes bis ein ganzes Jahr zu spät an. Grundsätzlich haben wir es oft mit kritischen Grundhaltungen zu tun, in den diversesten Etagen, wenn wir Planungen machen für
für zum Beispiel Stadtentwässerungsbetriebe, Stadtwerke, die, da muss man erstmal dafür sorgen, dass es nicht eine Muss-Aufgabe ist, sondern sich die Kollegen auch tatsächlich damit identifizieren, was Gutes für das Gewässer und die Umwelt zu tun. Der Faktor mangelnde Wertschätzung für Ökologie trifft uns auch immer wieder, wenn wir dann sagen, ja, wir müssen da aber eigentlich auch nochmal ein Umweltgutachten zu schreiben. Und dann schlägt uns nicht immer großes Verständnis entgegen, wenn man sagt, dass man Biotoptypen nicht im November und Dezember kartieren kann. Da geht man dann immer wieder in die Diskussion. Wir sind immer im Korsett der Haushaltsmittel gebunden, teilweise auch im politischen Taktieren, wobei ich da gar nicht gar keine negative Konnotation dazu packen will, sondern das ist einfach Realität, dass man gewisse Themen besser vor einer Wahl oder direkt nach einer Wahl, einer Kommunalwahl, nicht anbringen sollte. Wir haben zum Thema Fördermittelbremse Projekte gehabt oder jetzt besonders aktuell ein Projekt, das wir gerne im letzten Winter umgesetzt hätten, wo dann aber kurz vor der Ausschreibung von der Fördermittelstelle wir ausgebremst worden sind, dass einfach gerade keine Fördermittel zur Verfügung stehen. Dann dauert es einfach wieder ein Jahr, ehe man tatsächlich eine Maßnahme umsetzen kann. Das Thema Flächenverfügbarkeit ist in den letzten Jahren schon so oft besprochen worden. Der Vollständigkeit halber muss es natürlich aufgelistet werden. Und der Platz für die eigendynamische Entwicklung im urbanen Raum, da reite ich jetzt vielleicht ein bisschen drauf rum, ist auch immer wieder eine Diskussion. Und da besteht große Konkurrenz zwischen anderen Planungen, die einfach Platz brauchen. Oder aber auch Themen wie der Hochwasserschutz einen da doch sehr bedrängen kann. Und muss man für eine Maßnahme, eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme umsetzen, dann ist man per se schon einige Jahre, hinkt man dann hinterher. Aber auch die Planung an sich, das, was wir tun im Büro, braucht Zeit. Und die Datenakquise, alleine die Datenakquise dauert oft, kann Wochen und Monate dauern. Es ist nicht so, dass eine Verwaltung, ein Auftraggeber, eine Behörde kommt und gibt einem ein fertiges 3D-Modell, verlässliche Abflussdaten oder Vermessungsdaten. Nein, die müssen dann erstmal teilweise aufgenommen werden. Es muss nochmal ein Vermesser rausgehen. Das dauert dann immer wieder, bis wir überhaupt in die Gänge kommen und tatsächlich zu planen. Oder man bekommt Datenlieferungen von einem Vermesser, da fehlt dann die Z-Koordinate und da muss man sich überlegen, habe ich jetzt das Risiko, mein Projekt nochmal 3 bis 4 Wochen in die Länge zu ziehen oder setzt sich ein Kollege hin und berechnet das mal eben in 2 Tagen. Damit haben wir aber eine Sonderleistung, die nach HAI erstmal nicht bezahlt wird. Thema Umweltgutachten habe ich eben schon angesprochen. Das hat mit Kartierzeitfenstern zu tun, die ganz schön für Verzögerungen sorgen können. Und andere ökologische Restriktionen können die Zeit schwierig zu bewältigen machen. Die Einbeziehung der Genehmigungsbehörde kann auf jeden Fall als Beschleuniger dienen. Die Förderbehörde sehr früh mit einbeziehen, ebenso. Das ist nicht immer Aufgabe des Planungsbüros, aber gerne werden wir dazugezogen. Die Anlieger sollten bei Maßnahmen auch einbezogen werden. Da muss man sehr, sehr viel kommunizieren. Der ganze Genehmigungsprozess, der kann dann nochmal sehr lange dauern. Das heißt, wir sind mit unserer Grundplanung fertig, haben den Antrag gestellt. Das Ding geht zur unteren Wasserbehörde und unteren Naturschutzbehörde. Und eben haben wir schon die mangelnde Personaldecke genannt. Da dauert so ein Prozess schon mal gerne ein Jahr oder anderthalb. Kommunikation und Akzeptanzförderung hatten wir eben auch schon, aber auch die braucht Zeit. Vor allen Dingen aber die Zustandsveränderung braucht Zeit. Wir diskutieren dann über Themen, ist denn ein Strahlursprung im urbanen Raum überhaupt realistisch? Und kommen dann auch zu Themen, gut, wenn wir es nicht schaffen, das Ganze in einen guten Zustand zu bringen, ist denn nicht wenigstens der bessere Zustand wichtig?
Und dann sitzen wir in Runden und hören uns Dinge an, wie wieso, das ist doch eigentlich alles ganz grün, also ist es doch der Zustand ganz gut. Und ich beobachte seit Jahren eine Bachforelle, also ist das Gewässer doch in Ordnung. Und wenn Sie mir jetzt da in den Garten oder ins Baugrundstück einen Bach reinlegen, weil er neu trassiert wird, wer will denn sowas? Es will doch niemand einen Bach im Garten haben. Und wärmen Sie bloß nicht mit Attraktivitätssteigerung des Gewässer. Die Menschen sollen bloß alle fernbleiben. Die Landbesitzer sagen dann oft gar nichts. Wir wollen dann, der Auftraggeber stolpert über die ganzen Gutachten und ganzen Planungskosten, die da auf ihn zukommen, und sagen dann häufig, wir wollen doch ein Gewässer renaturieren, wir wollen was Gutes tun und keinen Flughafen bauen. Und warum dauert das denn überhaupt alles so lange? Und eigentlich, das sieht doch alles so unaufgeräumt aus, wenn es naturnah ist. Und wenn Sie dann noch die Presse mit am Tisch haben, wenn sie denn überhaupt mit am Tisch ist, kann es schon mal passieren, dass Zahlen verdreht werden und Sie kommen aus einem Planungsausschuss, in dem alles noch gut war und alle von der Planung überzeugt waren, und lesen am nächsten Tag im Generalanzeiger, dass Ihre Maßnahme nicht die angekündigten 160.000 Euro kosten, sondern 1,6 Millionen. Da stehen Sie manchmal wie ein Ochs vorm Berg, aber dieser Ochs steht zum Glück nicht vorm Berg, sondern er steht an einem relativ naturnahen Gewässer, und da wollen wir ja auch hin. Da ich nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit habe, würde ich jetzt den Online-Fragebogen nicht genau vorlesen wollen. Es gab einige Antworten, die uns auch sehr inspiriert haben. Ich klicke da einfach mal durch. Nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank dafür, dass Sie da mitgemacht haben. Das hat uns doch einen sehr guten Einblick auch in die Gedanken der Teilnehmer gegeben. Viele Schlagworte, die ich eben genannt habe, wurden auch hier immer genannt. Personaldecke, Kosten und so weiter, die den Prozess nicht gerade fördern. Auch die Initiativen Fridays for Future oder Rhein Cleanup Initiativen haben bei vielen Menschen zwar, sind irgendwie in der Wahrnehmung gelandet, aber Gewässerentwicklung, Gewässerschutz ist noch sehr weit davon entfernt. Vor allen Dingen, wenn er im Hinterrücksgarten stattfinden soll, dann geht man noch zum Rhein und hebt den Müll auf, medienträchtig, geht nach Hause und schüttet seinen Grünschnitt trotzdem in den Bach hinten im Garten. Klimaschutz ist in aller Munde, aber in der Gewässerökologie tut sich nicht so wahnsinnig viel. Es ist aber noch nicht aller Tage Abend. Diese kleine Abendstimmung am Gewässer, an der Ur, einem belgisch-deutschen-luxemburgischen Grenzfluss, hier ausgezäunt, Natura 2000-Gebiet. Sondern es gibt auch Erfolgsfaktoren, die wir feiern sollten. Und hier greife ich das Wort feiern, Erfolge feiern, von einem Teilnehmer von Ihnen auf, der das sehr empfohlen hat. Und zwar sollte man seine Erfolge auch feiern und sich daran freuen, wenn man renaturiert hat und die Morphologie und die Biologie stellen sich tatsächlich ein. Was braucht man aber bis dahin, bis man anstoßen kann? Man braucht einen unheimlichen Willen, man braucht sehr viel Geduld. Man sollte an einem Strang ziehen, das geht auch. Man sollte einen Austausch auf Augenhöhe haben mit sämtlichen Stakeholdern, die da an einem Tisch sitzen. Das ist möglich. Man sollte Vertrauen schaffen. Natürlich brauchen wir Geld, anders geht es nicht. Und bis man das hat, oft ein sehr, sehr dickes Fell. Man braucht auch mal schon mal ein bisschen Mut und Beharrlichkeit in diesem Prozess. Man sollte immer transparent mit allen Beteiligten und mit allen Fakten und Daten umgehen. Man braucht natürlich fachliche Kompetenz, keine Frage, aber bis zu einem gewissen Grad ist die kommunikative Kompetenz fast wichtiger als die fachliche. Sachlich, auf einer sachlichen Ebene argumentieren, sich gegenseitige Wertschätzung entgegenbringen, eine solide Datengrundlage haben, zuhören. Den entsprechenden Lebensraum brauchen wir dazu. Wir brauchen Wasser. Wir brauchen Enthusiasmus. Und sollten die Erfolge feiern. Und bevor wir Erfolge feiern, brauchen wir sehr viel Zeit. Das sind jetzt Schlagworte, die sind nicht geclustert, die sind nicht in eine Reihenfolge gebracht, weil der gesamte Umsetzungsprozess so oft auch nicht chronologisch stattfinden kann eigentlich. Und durch so viele weiche Faktoren,
aufgehalten werden, die irgendwie dann doch ein ganz schön harter Faktor auf der Zielgeraden der Wasserrahmenrichtlinie sein können. Zum Abschluss noch mal eine kleine Impression der Ur, die ich eben schon einmal hatte, dieser Grenzfluss, der Nebenfluss der Sauer. Hier fließt das Gewässer in einem alten Hohlweg. Ich weiß gar nicht, ob das so allen bekannt ist. Der Begriff Hohlweg kommt auf jeden Fall in der Eifel vor. Dieser Weg wird zweimal im Jahr von einem kleinen Trecker und einem Quad genutzt und zeitgleich von einem Fließgewässer. Und es sieht eigentlich ganz einträchtig aus. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kurzer Blick in die Regie. Gibt es schon Fragen? Ist Gebrauch gemacht worden von den verschiedenen Möglichkeiten, die der Herr Nienhaus zur Verfügung gestellt hat? Sagen Sie spontan an irgendeiner Stelle, was Frau Manderfeld erzählt hat. Ja, das geht mir genauso, das sehe ich genauso, das erlebe ich auch regelmäßig. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns. Es interessiert uns sehr, wie Ihre Erfahrungen sind. Ja, die erste Meldung. Eine Frage wurde im Chat eingegeben, kommt aus dem eigenen Haus von dem Herrn Höck. Welche Konflikte entstehen in der Praxis zwischen Naherholung am Gewässer und Natur- und Gewässerschutz? Wie können diese Probleme gelöst werden? Haben Sie Fallbeispiele? Herr Höck, lieber Daniel, das ist eine gute Frage. mit den Beispielen, das ist so ein Ding. Ich würde jetzt ungern Gewässer und Auftraggeber nennen. Aber natürlich kommen wir oft in die Situation, wie ich eben schon einmal kurz gesagt habe, Menschen ans Gewässer oder Menschen nicht ans Gewässer. Im urbanen Raum kann man nur den Menschen integrieren, weil man sonst keine Akzeptanz dafür bekommt, wenn man jetzt plötzlich den Deckel eines Parkplatzöffners öffnet und ein Gewässer an die Luft holt. Da muss man den Menschen ranlassen. Es ist deren erstes Naherholungsgebiet. Da muss man mit den Menschen agieren. Wo es sonst geht, sollte, und das ist auch oft die Auflage von Naturschutzbehörden, dass man vor allen Dingen in Schutzgebieten dafür sorgt, dass man zwar einen naturnahen Zustand herstellt, das ist alles gut, aber jetzt nicht unbedingt den nächsten Wanderweg ans Gewässer legt. Und selbst wenn es schön ist, ein Erklärungsschild zu bekommen, nicht die Leute mit ihren Mountainbikes, Hunden und Co. ans Gewässer zu führen, damit wir die Ökologie wirken lassen können und in Ruhe lassen können. Prima. Prima. Eine weitere Frage? Ja, eine weitere Frage von der Frau Ohldorf. Sind die Hürden der Umsetzung die einzigen Gründe für die fehlende Zielerreichung der Wasserrahmenrichtlinie? Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann auch nicht in die Glaskugel gucken. Ich habe Ihnen jetzt die Dinge berichtet, die mir so im Planungsalltag vorkommen. Das hat natürlich auch alles mit auf verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Faktoren, mit Politik zu tun, mit Finanzplanung, auch dem Wert der Wertschätzung des Themas. Sind wir gerade jetzt in Corona-Zeiten davor gefeit, dass man uns die Mittel, die jetzt selbstverständlich in den Schutz gewisser Wirtschaftsbereiche gesteckt wird, sind wir davor gefeit, dass sie dem Umweltbereich im nächsten Jahr abgezogen werden. Das sind auch Faktoren, die damit einspielen können. Die nächste Frage aus der Regie oder von Ihnen vor Ort, ja, zu Hause. Ich hab eine Frage von der Frau Simon. Gibt es eine Möglichkeit im Chat an alle Teilnehmer zu chatten? Das haben wir leider nicht vorgesehen. Wir nehmen das aber, wenn das gewünscht ist, gegebenenfalls für den nächsten hybriden Gewässerdialog auf. So können Sie dann auch die Fragen der anderen sehen. Das geht aber jetzt im Laufenden leider nicht umzustellen. Ansonsten sind keine weiteren Wortmeldungen vorhanden. Dann nehme ich das zum Anlass. Die Zeit, die ich allerdings vorher bei der Anmoderation zu lange gebraucht habe, haben wir dann jetzt wieder eingespart. Entschuldige, ich weise noch mal darauf hin, meine Kollegin steht links vor mir. Das ist noch so in mir drin, dass ich dann teilweise auch einmal nach links gucke. Und wenn ich sie direkt anspreche, ich gewöhne mich dran und gucke jetzt wieder in die Kamera. Dann würde ich sagen, gönnen Sie uns und sich
die offizielle Pause. Gerade das war ja eine unfreiwillige Pause. Jetzt gehen wir in die offizielle erste Pause. Wir gucken, dass wir hier die Technik in den Griff kriegen und sind optimistisch, dass unser Pausenfilm aber laufen kann. Den möchte ich ganz kurz ankündigen. Wir haben da etwas rausgesucht, von dem wir hoffen, dass es auch für Sie interessant und vielleicht inspirierend ist. Der Film spielt in Südafrika. Das ist eine kleine Produktion, mehrfach ausgezeichnet, und erzählt eine Geschichte vom Aufeinandertreffen im Grunde zweier ganz unterschiedlicher Welten. Ein Big Wave Surfer aus Kapstadt, Ozeanaktivist, macht sich auf, um in Johannesburg zwei sogenannte Street Surfer zu treffen. Das sind Männer, die ihren Lebensunterhalt mit dem Sammeln von recycelbarem Müll verdienen und damit letztlich dazu beitragen, die Menge an Plastikmüll, die ins Meer gelangt, zu reduzieren. Und damit wünsche ich Ihnen eine schöne Pause. Wir sehen uns, sobald der Film fertig ist, wieder. I've been surfing since I was about 5 years old, and pretty much my whole life revolves around the ocean. I've heard about these surfers hundreds of kilometers from the ocean, and I've decided I just have to meet them. What's up, guy? Hello, sir. How's it? Frank. How's it going? Yeah, we fine. What's your name? You can call me Mukete. Mukete? Yeah, my real name. On the street, call me Quina. Quina. Crocodile. The crocodile. Nice to meet you, crocodile. My name is Thabo Mooki. I'm a strati mulakin tati Paku. Paku? Yeah, Paku. Paku. Smoky. Smoky and a crocodile. Okay, let's go surfing. Sure. Let's start. You see, you put your foot here. Yeah. And then you push with this foot. Use it to tail like this. I'm gonna go on this one and you're gonna go on that one. Yeah, let's go. You ride with me. Yeah, you must sit here. And then I show you. Hey, don't crash now, eh? Let's do it. Don't crash. They go up to 50 kilometers in one day. You know, they wake up at 3 in the morning, surfing the streets and collecting recycling. They're pretty much athletes, if you ask me. Yeah, you know, on the road here, sometimes it's not safe because some of the drivers don't take us as you are important, so they want to be there, only them driving here on the road. Going down those hills with those guys, you just realize how skillful they are. To jump on this board, going down these really steep hills was actually incredibly difficult. Street surfers collect up to 90% of discarded paper and plastic in South Africa. To make just 300 rand, they have to collect up to 100 kilograms of recyclables a day. Wow, so this is where you live, eh? Yeah, you can say it's a messy place. Mokete told me that he came to the city to try and find work, and he wasn't able to. And this was his only option, was to collect recycling, try and make some money to send back to his family. It was a pretty humbling experience walking down that dirt road to their house. I mean, it's like nothing you've ever seen before. There's literally just piles and piles and piles of plastic. This is the color? This is the green PET and the milk, this one? The brown PET, then I mix them with HD when I put them here. Okay. But when I take them to the scale, I must separate them again. People steal, so that's why we mix. So when it comes to steal, that's not easy. We can start solid. Let's do it, yeah. Yeah, do it. Okay. If you've ever wondered about what happens to all the stuff that you throw away, your plastic bottles and straws, they eventually find their way into the ocean and have a huge impact on our marine life. The guys took me back to where they live and wow, like I think very few people know that
places like this even exist. The whole camp of thousands of people revolves around recycling our trash, recycling plastic. It was just so bare and so basic. No electricity, no running water, no toilets. And in 2019, I just find that like absolutely incredible that people that are doing something so good for the environment are living in abject poverty. And there is my fire there. Okay, man. Okay, I can just take it. And there's only I can make you tea here. I have tea here. They were super friendly, so welcoming, and you know, their families came out to say hi. When I'm coming to work and then I don't have food in my house, I can get it in every house here. They'll give you food. Yeah, everyone give you food. Yeah. That's cool. That doesn't happen where I live. Yeah. Yeah, we're living here peacefully. Yeah. We are loving people and there is no such wars or whatever. Yeah. We're family when we family, here. Yeah. Yeah, that's all. After spending the day with Thabo and Mokete and kind of seeing their world, I thought I'd invite them to my world, to the ocean, to the beach, something that they've never seen before. He can just wait to go there himself. Yeah, it's going to be awesome. Want so big to be there. First morning in Cape Town, we went to one of my favorite waves, and as the sun was coming up, we kind of went down to the beach and they saw the ocean for the first time, and it was so crazy, man. Oh, amazing. It's a beautiful scene, yeah. It was incredible to have them in the water, looking out over the ocean, and just to see how excited they were. Try it, you can try it. To see something like this for the first time made me so amped, you know. I was like a little grum frothing for these guys to have at least seen this beautiful thing that we're trying to protect. Hey Frank, what's happening when you go to the toilet, man? Maybe you go boom in the back. I was the only one out. I kept looking back and waving, and you know, I could almost hear their screams in the distance, and I even just stood up on a wave. With no one else around, just us on the beach, it was a very special morning. Through daily life and something you do all the time, you kind of get numb to the fact of how amazing it is. And then you see it through someone's eyes who's never seen it before, and it's really incredible. And I had a lump in my throat when I saw those guys' eyes when they saw the ocean. The plastic problem, the pollution problem can be really overwhelming if you look at it at a whole, but there's a connection as to what they do, picking up recycling, and to this clean beach. They have a positive impact on the ocean. They're helping to save the ocean, to stop marine plastic pollution by doing this recycling every single day. You know, there's billions of us on this planet, and if each one of us just picked up a single piece of plastic every single day, we could be living in a completely different world. Thank you.
Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Ich hoffe, Sie sind uns alle erhalten geblieben. Hatten Spaß und Freude an dem Film. Wenn er Ihnen gefallen hat, hier schon mal die Ankündigung, dass wir den Link im Nachgang auch nochmal zur Verfügung stellen zu diesem Video. Ja, auch wir haben uns vom Schreck erholt, haben einmal kräftig durchgelüftet, Corona-konform, und sind jetzt bereit für die zweite Runde hier. Von den Streetsurfern geht es zurück ins Einzugsgebiet des Olifant Rivers in Südafrika. Unser dritter Vortrag. Im dritten Vortrag wird eine GIS-basierte Risikoanalyse vorgestellt für das integrierte Wasserressourcenmanagement. Unser Referent ist Herr Dr. Jolk, Christian Jolk, Geschäftsführer des Zentrums für Umweltwissenschaften, Umweltressourcenmanagement, Entschuldigung, an der Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften an der Ruhr-Uni Bochum. Lauter lange Wörter. Herr Dr. Jolk ist Mitglied in zahlreichen Fachgremien, Forschungsgruppen und wirkt bzw. wirkte schon an vielen Forschungsprojekten mit. Wir freuen uns auf den Vortrag. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Mein Name ist, wie gesagt, Dr. Christian Jolk, leite das Zentrum für Umweltressourcenmanagement an der Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwissenschaften an der Ruhr-Universität in Bochum. Ich möchte Ihnen, nachdem die Frau Hane Ihnen einen umfassenden Überblick über das gesamte IWAC-System gegeben hat, nun einen Teilaspekt näher bringen, und zwar die Kontaminationsrisikobewertung. Diese ist in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Umwelttechnik und Ökologie im Bauwesen entstanden unter Leitung von Professor Haro Stolpe und meinem Kollegen Herrn Justin Wigget. Als erstes möchte ich Ihnen das Olifants Flusseinzugsgebiet etwas näher bringen. Und zwar handelt es sich um ein ca. 55.000 Quadratkilometer großes Flusseinzugsgebiet im Nordosten von Südafrika. Die Quellflüsse liegen östlich der großen Städte Pretoria und Johannesburg. Der Olifants fließt dann in nördlicher Richtung und durchquert den sogenannten Coal Belt, eine Gegend mit sehr intensivem Bergbau, Kohlebergbau, der auch im Endeffekt zur Erzeugung von Strom der gesamten Region dient. Weiter nördlich schließt sich dann eine weit ausgedehnte Bewässerungslandwirtschaft an, die die Region auch mit frischem Gemüse, Obst und Getreide versorgt, bevor der Olifants dann einige weitere Siedlungen, kleinere Städte durchfließt, mündet er dann an der Grenze von Falaborwa in den Krüger Nationalpark. Letztendlich überquert er dann in seinem Unterlauf die Grenze zu Mosambik und fließt Richtung Indischen Ozean. Der Olifantsfluss wird im Wesentlichen als das Powerhouse von Südafrika bezeichnet, da er, wie schon gerade erwähnt, die großen Kohlebergbaubetriebe mit Prozesswasser als auch die Stromerzeuger mit Kühlwasser versorgt. Zudem versorgt er das zweitgrößte Bewässerungsgebiet Südafrikas mit Bewässerungswasser. Zudem bildet er die Lebensader für den Krüger Nationalpark, der einen hohen touristischen Wert genießt. Neben den nun positiven wirtschaftlichen Aspekten hat das Ganze natürlich auch negative Aspekte, insbesondere für die Wasserqualität. Ich möchte Ihnen hier ein paar Eindrücke geben. Hier ein Bild aus einem Artikel von 2019, das deutlich macht, dass durch einen Dammbruch in einer Bergbaumine ein großes Krokodil- und auch Fischsterben in der Region ausgelöst wurde. Zudem muss klar gesagt werden, dass der Klimawandel auch hier Einfluss nimmt. In den letzten Jahren haben sich Dürreperiode an Dürreperiode angeschlossen und der Olifant steht kurz davor, trocken zu fallen. Sehr prägnant titelte im Jahr 2017 The Mail and the Guardian, eine sehr bekannte Zeitung des Landes, A River of Shit, Chemicals, Metals Flow Through Our Land. Wo liegen nun diese Probleme im Land? Im Großen und Ganzen kann gesagt werden, dass es Managementprobleme sind. Im
Wesentlichen liegen also die Kläranlagen, die im Gebiet vorliegen, unterliegen einem schlechten Management und leiten zum Teil ungeklärtes Wasser direkt wieder in die Flüsse ein. Zudem gibt es unüberwachten Bergbau bzw. unlizenzierten Bergbau. Dies führt in einigen Bereichen dazu, dass ärmere Farmer, die ihr Land bewässern wollen, keine Möglichkeit mehr dazu haben, weil das komplette Wasser bereits verteilt wurde. Das südafrikanische Wassergesetz hingegen gilt als eines der renommiertesten weltweit. Hier sind nicht die Probleme zu sehen. Es liegt also, wie schon gesagt, am schlechten Wassermanagement. Die Akzeptanz für Maßnahmen muss also von der Bevölkerung her stammen oder von der Managementseite her. Die Priorität liegt es darin, Daten zu sammeln, die richtig zu interpretieren, administrative Strukturen zu schaffen und die geltenden Gesetze und Regeln weiter zu befolgen. Problematisch an der Situation ist dann aber hingehend zu sehen die Lage des südafrikanischen Wasserministeriums, das im Jahr 2017 als bankrott erklärt wurde. Das Ministerium war nicht mehr in der Lage, seine Auftragnehmer zu bezahlen. Es lagen Ausstände in Größenordnung von 4,3 Billion Rand, das sind umgerechnet 225 Millionen Euro aus. Wie sind wir nun mit dieser Situation umgegangen? Welchen methodischen Ansatz haben wir uns also herausgesucht, um das Wassermanagement in dieser Region zu unterstützen? Zuerst haben wir uns zurückbesonnen auf die Verhältnisse hier vor Ort, die ja eben auch schon von Frau Manderfeld erläutert wurden, die Wasserrahmenrichtlinie. Da haben wir uns gestützt auf die allseits bekannten Ansätze des DPSER. Also hier werden der Kausalkettenanalyse folgen, zum einen die klimatischen und sozioökonomischen Treiber der Probleme analysiert, beispielsweise auch die sich verändernden Wassernutzungen. Es werden die Belastungen der Oberflächenwasserkörper und der Grundwasserkörper mit Hilfe von Monitoringdaten überwacht. Der ökologische Zustand der Wasserkörper, der chemische und Mengen, der auch chemisch und mengenmäßig beschrieben wird, wird hier untersucht. Und aus dieser Kausalkettenanalyse können also die Wirkungen auf die Umwelt in Form von Analysen zu Versauerung, zu Versalzung, zu Habitatsveränderung auch im Detail untersucht werden. Folgt man dieser Kausalkettenanalyse dann bis zum Schluss, mündet sie in der Aufstellung und Umsetzung dann vom Maßnahmenprogramm. Das Ganze soll natürlich flankiert werden hier durch grenzübergreifende Koordination der Bewirtschaftung Maßnahmenpläne. Es gibt einheitliche und vergleichbare Bewertungen der wasserwirtschaftlichen Probleme. Wir haben grenzübergreifende Flussgebietskommissionen. Wir haben Flussgebietsgemeinschaften auf nationaler Ebene und im Optimalfall ein Zusammenwirken von Staat, Länder, Kommunen, Gewässernutzer, Gewässerschützer und der Öffentlichkeit. Ebenso wurde eben auch schon mal im ersten Vortrag angedeutet, soll die Öffentlichkeit mit in diesen Prozess einbezogen werden. Wie sieht nun die Situation in Südafrika aus? Im Flusseinzugsgebiet des Olifants oder für das Flusseinzugsgebiet des Olifants wurde ein sogenannter Integrated Water Quality Management Plan entwickelt. Das ist der erste seiner Art in Südafrika. Dieser wurde im Jahr 2018 erlassen und bietet eine erstmalige Bewertung des Wasserqualitätsmanagements in der Region. Auch hier, wenn wir jetzt uns zurückbesinnen auf die Wasserrahmenrichtlinie, können in diesem Bericht die treibenden Kräfte klar erkannt werden, die sich verändernden klimatischen Bedingungen und die Auswirkungen dann entsprechend auf die Wassernutzung. Das vorhandene Monitoringnetz in Südafrika erlaubt auch, die Belastung der Oberflächenwasserkörper und der Grundwasserkörper zu beurteilen. Hingegen muss eher kritisch beurteilt werden, dass die aktuelle Bewertung des Zustands der Gewässerkörper nur in seinen Kinderschuhen steckt, also ganz am Anfang. Es gibt Ansätze, sogenannte Resource Quality Objectives, die im Jahr 2018 erlassen wurden, die in einem ersten Ansatz versuchen, die Wasserkörper, den Status der oder den Zustand der Wasserkörper zu beschreiben. Eine direkte Analyse der Einflüsse auf die Gewässer hingegen ist in diesem Bericht nicht zu finden.
Der Bericht zielt einzig darauf ab, die gemessenen Güteparameter aus den Monitoringstationen mit den Water Quality Planning Limits, also mit den Grenzwertbetrachtungen im Untersuchungsgebiet, zu vergleichen. Das Ganze führt natürlich dazu, dass die Aufstellung und Umsetzung von Maßnahmenprogrammen nur recht rudimentär auf einer gut fundierten Datenbasis basieren kann. Zudem weist der Integrated Water Quality Management Plan darauf hin, dass eine Zuweisung von Rollen und Verantwortlichkeiten für die Umsetzung der Maßnahmen und der damit verbundenen Berichte benötigt wird. Ebenso wird eine Verbesserung des Informationsmanagements in dem Sinne, also die Sammlung und Speicherung von Daten aus allen relevanten Quellen, ja, angestrebt. Zudem soll auch hier in Südafrika, obwohl die Daten alle frei zugänglich sind, eine Partizipation der verschiedensten Sektoren erreicht werden. Per Gesetz wurden sogenannte River Basin Organizations, also Flussgebietsorganisationen, eingefordert. Aber der aktuelle Stand ist, dass bisher von den geforderten 7 Flussgebietsorganisationen nur 2 wirklich ihren Betrieb aufgenommen haben. Wir haben uns dies also alles zum Anlass dann genommen, uns zu überlegen, wie wir also diese Kausalkettenanalyse mit den bestehenden Daten optimieren wollen und sind also zu dem folgenden Ergebnis gekommen, dass wir mithilfe der vorhandenen Daten und Studien, auch mit den Monitoring-Daten und den vorhandenen Geodaten, eine Kontaminationsrisikoanalyse am geeignetesten erachten. Diese besteht aus mehreren Schritten. In einem ersten Schritt haben wir auf Flusseinzugsgebietsebene flächendeckend die Kontaminationspotenziale aus der Landnutzung, aus den Bereichen der Landwirtschaft, der Siedlung und der Bergbaubetriebe und Industriebetriebe erarbeitet und haben diesen Potenzialen dann die Ressourcensensitivitäten des Grundwassers und der Oberflächenwasserkörper entgegengestellt. Durch eine GIS-basierte Verarbeitung dieser beiden Aspekte konnten wir also dann Kontaminationsrisikokarten für das Flusseinzugsgebiet entwickeln. Diese wurden am nächsten Schritt dann bewertet und einer Hotspot-Analyse zugeführt, sodass wir auf Flussteileinzugsgebietsebene die Teileinzugsgebiete identifizieren konnten, in denen prioritärer Handlungsbedarf vorherrscht. Wir haben versucht, die Kontaminationsrisikoanalyse in 3 Pfade aufzuteilen. Einmal in den Pfad 1, also die Infiltration von Schadstoffen ins Grundwasser. In einen zweiten Pfad, den erosiven Abtransport von Agrochemikalien über Partikelanhaftung in die Oberflächengewässer. Und in einen dritten Pfad, der die Direktanleitung darstellt. Um Ihnen das etwas plakativer darzustellen, habe ich hier nochmal eine Tabelle erarbeitet, in der Sie die unterschiedlichsten Kombinationen, die wir untersucht haben, darstellen. In der Grafik zu sehen sind die verschiedenen Pfade, Pfad 1 für die Versickerung, Pfad 2 für den Oberflächenabfluss und Pfad 2 für die Direkteinleitung. In der ersten Spalte befindet sich die Aussage zur Ressourcenempfindlichkeit, einmal die Empfindlichkeit des Grundwassers, beziehungsweise bei Pfad 2 und 3 die Empfindlichkeit der Oberflächenwasserkörper aufgeteilt in die Empfindlichkeit bezogen auf ihre Wassernutzung und einmal bezogen auf die Ökologie. Diese Empfindlichkeiten wurden dann mit den Potenzialen aus der Landnutzung, also aus der Landwirtschaft, aus den Siedlungen, aus den Punktquellen verschnitten, um damit dann Kontaminationsrisikokarten zu erzeugen. Im Gänze im Projekt haben wir bis zu knapp 60 dieser Karten für das Untersuchungsgebiet erzeugt. Rot umrandet nun einige Auszüge aus dem Pfad 1, die ich Ihnen jetzt näher darstellen möchte. Um die Grundwassersensitivität im Untersuchungsgebiet darzustellen, wurden im Wesentlichen die hydrogeologischen Karten des Landes Südafrikas ausgewertet. Hierbei standen dann die lithologischen Formationen im Vordergrund, die mit in Bezugnahme ihrer Ergiebigkeiten die Grundwassersensitivität in einem ersten Schritt abbilden konnten. Kombiniert wurden diese Daten dann mit den vom Ministerium zur Verfügung gestellten Brunnendaten der Wasserentnahme im Gebiet.
Letztlich konnten dann daraufhin Karten zur Grundwassersensitivität erarbeitet werden. Also diese wurden dann gerankt in hohen, mittleren und niedrigen Grundwassersensitivitäten. Auf der anderen Seite haben wir uns dann mit den Kontaminationspotenzialen beschäftigt. Einmal haben wir die Kontaminationspotenziale aus der Landwirtschaft ermittelt. Da haben wir auf eine Studie des Department for Water Affairs zurückgegriffen, wo die komplette Landnutzung Südafrikas in 72 Klassen aufbereitet wurde und haben dann hier die hoch- oder intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen im Olifantsgebiet festgestellt. In einem nächsten Schritt konnten wir dann auch die Kontaminationspotenziale aus den Siedlungen feststellen. Das heißt, hier wurden über bestimmte Dateneingänge die Dichteklassen von Siedlungsgebieten bzw. einzelne Gebäude auch festgestellt werden. Als letztes noch ein Blick auf das Kontaminationspotenzial der Punktquellen. Hier haben wir die Punktquellen im ganzen Olifantsgebiet ausgewertet. Das heißt, wir haben über das Department for Mineral Resources eine Liste mit allen aktiven Bergbaubetrieben erhalten, die wir dann über bestimmte Kataster abgleichen konnten und somit dann ein erstes Shape erzeugen konnten, dass die Bergbaubetriebe im ganzen Flusseinzugsgebiet abgrenzt. Mithilfe einer Aggregationsvorschrift zur GIS-basierten Berechnung, das heißt also, liegen also beispielsweise hohe Grundwassersensitivitäten vor und konnten die mit einem hohen Potenzial aus der Landwirtschaft kombiniert werden, so erhalten wir in diesen Gebieten auch hohe Kontaminationsrisiken, beispielsweise hier an der Karte zu erkennen. Im letzten Schritt wurden dann diese Aussagen Flussteileinzugsgebiets bezogen gerankt und daraus entstanden dann die Analyse dieser bestimmten Hotspot-Gebiete. Wie verfahren wir jetzt nun mit den Ergebnissen? Die Implementierung der Methode in Südafrika ist weitestgehend abgeschlossen. Die Erarbeitung entstand in enger Absprache mit dem Department for Water and Sanitation, also mit dem Ministerium und weiteren Stakeholdern, und stellt also in ihrer aktuellen Form eine bedarfsgerechte Konzeption dar. Durch die Einbindung in das gesamte IWAC-System konnten wir also auch die Daten weit oder großflächig dann auch verfügbar machen. Die Übertragung der Methode wurde bereits auf Wunsch des südafrikanischen Wasserministeriums auf weitere Flusseinzugsgebiete übertragen. Also einmal, dass sich im Norden an das Olifantsgebiet anschließende Luvuvu-Letaba-Flusseinzugsgebiet und auf das im Süden befindliche Nkomati-Gebiet, sodass wir nun auch mit unserer Methode den kompletten Krüger-Nationalpark abdecken. Wie könnte jetzt auch ein Transfer der Methodik zurück nach Deutschland aussehen? Beschäftigt man sich also mit Kritiken an der Wasserrahmenrichtlinie, findet man immer wieder die Aussagen, dass Fließgewässer mit Einzugsgebieten kleiner 10 Quadratkilometer nicht als Oberflächenwasserkörper ausgewiesen und in den meisten Fällen auch nicht einem größeren in Verbindung stehenden Oberflächenwasserkörper zugewiesen werden. Analoges gilt auch für die Seen, die kleiner als 0,5 Quadratkilometer sind. Deutsche Fließgewässer haben eine Gesamtlänge von rund 400.000 Kilometer, von denen jedoch nur 127.000 einem der 9.070 Fließgewässer Oberflächenwasserkörper zugeordnet wurden. Somit sind nur circa ein Drittel aller deutschen Fließgewässer von den Umweltzielen der Wasserrahmenrichtlinie erfasst. Für Seen liegen dahingegen die Daten nicht vor. Mit der bestehenden Methode, die wir für Südafrika entwickelt haben, können wir aber nun flächendeckend Aussagen machen, wie Kausalkettenanalysen funktionieren könnten. Zudem ist die Frage, wie wir integrierte Fachlösungen für Einzelfragen in Deutschland vielleicht auch optimieren können. Praxis ist die Pflege der Umsetzungsfahrpläne in Excel-Tabellen oder PDF-Plänen. Es gibt Einzellösungen, beispielsweise der AGA-Verband hat eine Überführung der Daten in ein WebGIS-System durchgeführt im Jahr 2020 auf Basis einer Software von Esri. Es gibt das Elwas-Web NRW, das Daten der Fachbereiche Abwasser, Grundwasser, Oberflächenwasser, Trinkwasser und auch Daten zur Wasserrahmenrichtlinie bündelt. Und es gibt beispielsweise von einem hessischen Landesministerium einen sogenannten Wasserrahmenrichtlinien-Viewer, der einen digitalen Maßnahmenkatalog darstellt. Was wir aber in unserem System geschafft haben, ist also ein WebGIS-System zu erzeugen, das den kompletten DPNCR-Ansatz verfolgt.
Dann danke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und schließe mit einem südafrikanischen Slogan, den Sie überall sehen und hören und lesen können. Remember, every drop counts. Exakt 20 Minuten. Wir hatten im Vorfeld noch eine kleine Absprache, wie man wohl diese ganzen Informationen in die Kürze der Zeit reinkriegt. Und Herr Dr. Jörg hatte mir vorher versprochen, es wären 20 Minuten und es waren auf den Punkt 20 Minuten. Also wunderbar. Die Regie hat mir zwischendurch ein Zeichen gegeben, dass Fragen da sind. Habe ich das richtig verstanden? Wenn ja, dann bitte ich um Zuschaltung oder Übermittlung der ersten Frage. Ja, eine Frage vom Peter Even. Warum fällt das Mining, der Bergbau, Bergabbau als möglicher Verursacher in den Kontaminationsfahrten weg? Nö, die Bergbaubetriebe sind in den Pfaden 1 und 3 integriert. Das heißt, wir sehen im Pfad 1, also die Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Verschmutzung, die Bergbaubetriebe, insbesondere die Mining Ponds bzw. die Schlammteiche als Hauptkontaminationspotenzial da. Und im Pfad 3 haben wir uns auch da an Richtlinien der Wasserrahmenrichtlinie in NRW orientiert. Das heißt, wenn ein Bergbaubetrieb mit einem gewissen Puffer versehen wird und in einem Abstand von kleiner 300 Metern zum Gewässer liegt, wird er auch als Punktquelle definiert. Und so haben wir diese Abfragen auch in unserem System dargelegt. Wir haben also alle Bergbaubetriebe digitalisiert und dann geschaut, wie nah oder wie weit liegen Sie entfernt vom nächsten Vorfluter. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sind die südafrikanischen Grenzwerte für die Wasserqualität dieselben wie in Deutschland? Nein. Also es gibt einen eigenen Katalog an Grenzwerten. Da müsste ich Sie mit meiner Frage eigentlich an meinen Kollegen verweisen, der diese Daten konkret bearbeitet hat. Aber da wird aber nochmal unterschieden, A, welche Parameter und dann B, für welche Nutzung wird die Ressource später genutzt. Also kann es sich um Bewässerungswasser für die Landwirtschaft oder um Trinkwasser. Eine weitere Frage bekomme ich gerade das Signal. Bitte sehr. Wie könnten Maßnahmen für die bei der Kontaminationsrisikoanalyse als riskant eingestuften Gebiete aussehen, um die Risiken zu senken? Also im Moment ist es äußerst schwierig in Südafrika. Wir haben die Situation, wie ich eingangs schon erwähnt habe, dass das Ministerium bankrott ist. Das hat auch dazu geführt, dass beispielsweise die staatliche Stelle, die Monitoringdaten auswertet, geschlossen wurde. Das heißt also, wir haben Rückbau der Monitoringstationen. Sodass es immer schwieriger wird, diese Hotspot-Gebiete in den Griff zu bekommen. Aber durch diese Analyse, die wir gemacht haben, können die kleinen Budgets dafür genutzt werden, dann in einem nächsten Schritt in ein Hotspot-Gebiet zu gehen, dann vor Ort auf einer lokalen Ebene das System noch mal näher zu untersuchen und daraufhin dann gezielt Maßnahmen abzuleiten, beispielsweise an bestimmten Hotspots-Bereichen dann auch ein Monitoring auszuweiten. Das wäre eine Maßnahme. Natürlich gibt es weitere gute landwirtschaftliche Praxis und. Also das kann ein großer Katalog werden, den man dort dann auf einer fundierten Datenbasis, die man dann aber auf einer lokalen Ebene erstmal erheben müsste, dann aufbauen kann. Wunderbar, ja, das ist doch schon relativ konkret. Dann herzlichen Dank, Herr Dr. Joll, für diesen Einblick. Diesmal hat es auch die Technik nicht im Stich gelassen. Der nächste Programmpunkt ist der, den ich ganz zu Anfang, als ich Ihnen das Programm vorgestellt habe, schon angesprochen habe, als Planänderung. Und zwar gibt es jetzt gleich eine Live-Schaltung nach Südafrika. Das wird gerade im Hintergrund noch vorbereitet. Wir drücken uns und Sie drücken uns hoffentlich auch die Daumen, dass die Technik mitspielt und die Übertragung gut klappt. Vielleicht noch zum Hintergrund. Der Kontakt zu diesen Projektpartnern vor Ort ist natürlich durch die zahlreichen Field Trips im Rahmen des Forschungsprojektes sehr intensiv gewesen. Ich glaube, dass, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, es gab 7 Field Trips insgesamt des IWAX-Teams. Und diejenigen, die gleich da kontaktiert werden, sind seitdem auch immer in Kontakt gewesen.
An der Stelle möchte ich noch kurz verweisen für all diejenigen, die sich vielleicht noch näher mit diesem Thema beschäftigen müssen oder noch mehr aus dem Forschungsprojekt erfahren möchten. In der aktuellen KW, die halte ich jetzt mal in die Kamera und hoffe, dass das Bild gut übertragen wird. Das ist das Heft von Oktober 2020, das mit den Elefanten drauf. Finden Sie insgesamt 6 Artikel, die aus diesem Forschungsprojekt berichten und nicht nur die beiden Themen, die jetzt gerade schon vorgestellt worden sind, in Artikelform wiedergeben, sondern auch zum Beispiel den Beitrag, den die Gewässerexperten in dem Projekt geleistet haben, darstellt. Da ging es um die Entwicklung einer Multiparameter-Drohne mit unterschiedlichen Sensoren für die Erhebung unterschiedlicher gewässerbezogener Fernerkundungsdaten. Jetzt gucke ich mal eben zum Regiepult, ob ich freigeben kann und lade Sie ein, mit uns nach Südafrika zu gehen. So, jetzt sehen Sie gerade mich. Das ist auch so gewollt. Ich wechsle gleich ins Englische, weil Afrikaans kann ich nicht. Jack, Robin, are you online? Can you come in? Yeah, that's cool. It's working. Great. If you like, you can just activate your camera that the people can see you. Would you please introduce yourself shortly and tell us a little bit about South African National Parks. Okay. Thanks, Inga, and thanks for inviting me. Hi to everybody in the audience. So my name is Robin Peterson, and I'm the freshwater ecologist for South Africa National Park, and I'm based in Kruger National Park. And well, the Kruger National Park is one of 22 national parks in South Africa. It is the largest national park in our country. It covers an area of 2 million hectares. It's situated on the northeastern side of our country, and it shares the border, the eastern boundary with Mozambique. And up in the north, it shares the border again with Mozambique and Zimbabwe. So it's part of a larger also transboundary conservation area, the Limpopo Transfrontier Conservation Area. I don't know, Inga, maybe you should ask some more questions. Yeah. What is your work by Kruger National Park? What are you doing there? Yeah. So as the freshwater ecologist, my responsibility is to do the biomonitoring in the rivers. So I try to do a lot of the aquatic ecology. So it's doing the monitoring of our fish, macroinvertebrates, we're using diatoms. So it's basically, well, in short, to look at the river health of the systems in our park. And I've been working in the park now for 10 years, so I'm quite familiar with the park and I know about the river systems. And I know that with the IWAX project, with Jens's team and yourself, Ingo, you guys are working on the Olifants River. So I was listening to the presentations now, and I think the audience got a good idea of the the complexities in the Olifants catchment. And what's important is that Kruger Park is the downstream user of the river, basically. So all the mining, the dysfunctional wastewater treatment works, agriculture, industrialization. So all those pollutants end up basically in the Kruger Park, and that is a huge challenge for us to manage and try to keep on top of it. Another important point about the Olifants River, that it's transboundary. It flows into Mozambique as well. So we have quite a complex system to manage because it's transboundary as well. And Mozambique also, by sort of the treaties that you signed with Mozambique, that they need water of a certain quantity and quality as well. So that has a big, it's quite difficult to manage that, and it's a very complex system to manage. But I think in the Wali Gaza, we have something interesting we were doing on the Olifant system was, we were tagging fish species, about 5 fish species with telemetry tags, that we could monitor the fish's movements and how they respond to environmental changes. What would their reactions be on fish and on crocodiles? So I think a lot of the audience saw the crocodile that was looking quite sick.
in one of the photographs there. But just for your information about, I think it's almost close to 12 years ago, in the Olifants River, we had a mass dive of crocodiles in that river. About 300 crocodiles died, and within a space of a week. So, I mean, it's just showing you that there's such a lot of, almost like a cocktail of stresses that are acting on that river system that it knocked out 300 crocodiles within a week. And, you know, should your crocodiles start dying in a river system, then you know there's something seriously wrong in your river. So we've been tagging fish there. I think we tagged close to about 20 fish thus far, and we actually got some really good results looking at pollution incidences and how fish should behave should the temperature sort of spike, or there's an EC spike, or there's a toxicant in the system. And we think, as an indicator of water quality, we think that the system is working actually quite well now with about 2 years of data. So things are going quite well. Okay, that's very interesting, and you answered my next question pretty well, because why the good water quality is so important for Krüger National Park. I have a question to the topic of corona. I think due to the corona pandemic, there are less tourists in 2020. Can you see differences in the behavior of the animals? That's a really interesting question, I think. So South Africa, like everyone else in the world, was experiencing corona. We had our first lockdown, which was quite a strict lockdown, in March this year. And we had about a 3-week, 4-week, very strict lockdown. We're still in a sort of lockdown. We call it sort of level one. But somehow we're sort of not as bad as you guys are in Europe at the moment. I think we have about below 20,000 deaths, and we haven't reached 1 million infections yet. So somehow it's working. Our lockdowns, our social distancing and mask wearing regulations are to a large extent working. I mean, the Kruger Park, we never had tourists for almost 6 months in the park. It was a big, financially, it was a big luck to the tourist industry. Sandparks took a big knock. I think moving forward now, we're looking at trying to, you know, how do we keep the park going with not this huge tourist sort of moving through the park and generating income. But on the animal side, so I live in the Kruger Park. Our star village is based in the park. But because we couldn't move around, there wasn't a lot of movement and anything. So a lot of animals started coming into the village, where for the first time, and I've been here for 10 years, wild dogs came into our village, and they were staying in our village for the whole week. So I think the animals sort of thought to themselves, well, there's not a lot of people, there's not a lot of disturbances, and animals moved in. We had lions, a pride of lions staying in the village for a week, wild dogs were in the village for a week. I think for the broader Kruger Park, I don't think we saw any strange behaviors really from the animals. I think they just had a break and they thought, wow, things are not quiet. There's not that much tourist around. But I think in the village, we definitely saw animals moving in just because there's a lot less disturbance with cars and people and all these things. But positively now, I think our local tourist market is coming into the park right now. So the park is open for tourists, and we seem to be getting back on our feet at this moment. Okay, very interesting. In Krüger National Park, one last question. You have approximately 147 mostly visible mammals and over 416 species of birds. Have you a favorite animal under this? So wild dogs are my favorite. Okay, that's it. I think one elusive animal that I'm hoping that I will see, and I'm always looking out for, is a pangolin. I've been here for 10 years and I've not seen a pangolin before. So I think I'm hoping, I'm sort of making the pangolin my favorite now, although I haven't seen one.
So I'm really hoping to see a pangolin in Goa. I think that's sort of one of my bucket list animals to tickle. Okay, I've not seen this too. Maybe next time when we visit you in South Africa. I hope that it will be very soon, maybe in the first half of 21, but we don't know exactly to finish our project and to make some trainings and so. But yeah, we will see what happens next. And yeah, Robin, thank you very much for staying with us for some minutes, and yeah, we will go to okay, jetzt muss ich wieder ins Deutsche wechseln. Wir werden jetzt in die nächste Pause gehen. Wir bauen hier im Hintergrund für Sie ein wenig um, damit Sie letztendlich in der Podiumsdiskussion dann auch noch mit den anderen Teilnehmern etwas austauschen können. Herzlichen Dank, Robin. Dankeschön. No problem, Ingo. Thank you. Keep well. Thank you.
Hallo und herzlich willkommen zurück aus der zweiten Pause. Sie sehen, nicht nur der Blick in den Raum hat sich verändert, auch die Teilnehmer haben sich verändert. Wir tragen Maske, weil wir jetzt enger beieinander sitzen und uns das wichtig ist, da trotz Abstand, den wir beim Aufbau eingehalten haben, alles zu tun, um hier die Aerosole in Schach zu halten. Das ist jetzt der letzte Programmpunkt. Wir sind exakt im Zeitplan, sodass ich hoffe, dass Sie alle die Zeit, die Sie sich für unseren Gewässerdialog eingeplant haben, sich auch weiterhin nehmen können. Und wenn wir jetzt nicht völlig aus dem Ruder laufen, werden wir auch pünktlich um kurz vor 5 die Veranstaltung planmäßig schließen können. Ich möchte noch mal zum Beginn jetzt der Podiumsdiskussion das Thema unseres siebten Gewässerdialoges noch mal darauf zurückkommen. Wir waren gestartet oder haben die Veranstaltung unter das Motto gestellt: Gewässerschutz zwischen Bedarf und Realität, Vorstellung von Einsatzmöglichkeiten moderner Systeme und innovativer Lösungen. Und zu diesem Aspekt, zu diesem Rahmenthema, möchte ich jetzt mit meinen Gästen hier ins Gespräch kommen und gerne auch mit Ihnen dann im Anschluss. Ich erinnere nur noch mal dran, Sie haben verschiedene Möglichkeiten, sich über den Chat entweder bemerkbar zu machen mit einer Wortmeldung oder direkt Ihre Frage da reinzutippen. Wenn sich Ihre Wortmeldung oder Ihre Frage an eine bestimmte Person hier im Kreis richtet, schreiben Sie das am besten immer schon direkt dazu, dann kann die Regie das direkt zuordnen. Dankeschön. Dann fange ich mal damit an, uns vier hier oder die drei, die neben mir sitzen, vorzustellen. Ich mache es mir einfach, fange zu meiner Rechten an. Diesmal darf ich auch meinen Kopf bewegen und die Leute angucken, mit denen ich spreche. Das ist eine schöne Veränderung gegenüber der Blickrichtung gerade. Die Frau Manderfeld, das geht schnell, denn die habe ich Ihnen vorhin schon vorgestellt, meine Kollegin, die aus der Umsetzungsplanung, diesen Realitätscheck gemacht hat. Dann begrüße ich zu meiner rechten Seite Herrn Eckhard Christoffels. Herr Dr. Christoffels ist seit 2017 Inhaber der IBC Ingenieurberatung Christoffels und war vorher, ich bin sicher, viele kennen ihn auch aus dem Zusammenhang, viele Jahre für den Erftverband tätig und hat sich dort intensiv, vor allem neben anderen Themen, mit dem Thema stoffliche Belastungen beschäftigt. Neben Verfahren zur Abwasserreinigung und zur Niederschlagswasserbehandlung zählten auch Monitoring und vor allen Dingen die Gewässergütemodellierung zu Ihrem beruflichen Schwerpunkt. Sie dürfen das gerne ergänzen, wenn ich hier Dinge vergessen habe oder die Schwerpunkte falsch gesetzt habe. Insbesondere hatten Sie eine führende Rolle bei der Entwicklung des DWA-Gewässergütemodells. Und der Slogan, den Sie auf Ihrer jetzigen Homepage haben, Erfahrung trifft Innovation, passt hervorragend zu unserem Thema heute, denn es geht uns ja auch um die Innovationen in der Wasserwirtschaft. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute hier sind. Dankeschön. Dann richte ich den Blick nach links und begrüße Andreas Müller. Herr Dr. Müller ist Geschäftsführer des Unternehmens Chromgrün aus Velbert. Das ist ein Planungs- und Beratungsbüro für Umwelt, Software und Arbeitsschutz. Der Herr Dr. Müller hat eine umfassende Expertise. Das merken wir immer wieder, weil wir mit ihm eng zusammenarbeiten bei fast allen gewässerbezogenen Themen. Insbesondere, wenn es ums Datenmanagement geht, Monitoring-Systeme, Wasserrahmenrichtlinie, Softwarelösungen. Und insbesondere die Softwarelösungen sind ja eine sehr interessante Schnittstelle, die wir auch heute in den Vorträgen schon mehrfach, die uns begegnet ist, im Wasserkontext. Chromgrün, das möchte ich auch noch eben ergänzen und in persona, Herr Dr. Müller ist langjähriger Projektpartner der Gewässerexperten in der Kooperation We4Water, der neben den Gewässerexperten und Chromgrün auch noch das Umweltbüro Essen und GISWorks aus Velbert angehören. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Frau Hahn hat uns ja vorhin in ihrem Vortrag am Beispiel von Cadenza die Vorteile und Möglichkeiten eines Entscheidungsunterstützungssystems vorgestellt. Wir haben sogar einen richtigen Live-Klick-Einblick bekommen, wie das Ganze funktioniert, wie das aufgebaut ist, was man alles abrufen kann an Daten. Und wenn wir jetzt Carmen
auf dem Weg vom Defizit zur Maßnahme sind. Also wir haben an einem Gewässer ein Defizit. Wir wissen, da müssen wir was tun, entweder weil der Ausgangszustand nicht der ist, der irgendwann mal sein soll, oder weil wir eine Belastung haben, eine konkrete. Das heißt, eine Maßnahmenplanung steht an. In welchem Bereich oder sagen wir mal, in welcher Phase der Gewässerplanung und Entwicklung kommen solche Entscheidungsunterstützungssysteme zum Einsatz? Oder kommen sie überhaupt zum Einsatz? Gibt es das standardmäßig, dass man da so einem Entscheidungsbaum folgt bei der Maßnahmenfindung? Da gibt es ganz sicher einige Entscheidungsunterstützungssysteme, die man bemühen kann oder bemühen könnte. In Nordrhein-Westfalen, wir haben eben schon mal das Beispiel, ich glaube, Herr Jörg hat es gebracht mit dem Elvers Web NRW. Das ist insofern entscheidet oder unterstützt es die Entscheidung, indem man da sehr reichhaltig Daten abfragen kann. Also wenn wir uns dann noch mal intensiver mit dem Gewässer oder insbesondere einem zu renaturierenden Gewässerabschnitt beschäftigen, dann gehen wir immer erstmal ins Elvers und gucken uns den Raum an, ziehen uns die Daten zur Gewässerstruktur, zur Güte oder auch inzwischen schon die Einschätzung mit dem Habitatindex etc. Runter. Und auf dieser Grundlage sehen wir, erkennen wir sehr klar schon die Defizite. Es ersetzt aber nicht, rauszugehen und sich das Gewässer im Live nochmal anzugucken. Und wir hatten schon mit einigen Auftraggebern und Projektpartnern tatsächlich Aha-Erlebnisse, die aufgrund von sehr teilweise doch noch theoretisch funktionierenden Maßnahmenkonzepten dann konkret am Gewässerabschnitt tatsächlich nur mal Aha-Erlebnisse hatten, wie die Situation tatsächlich aussieht. Und dann geht man hin und kann tatsächlich erst die tatsächlichen Entscheidungen treffen. Das heißt, weniger systemisch Dateninput und Generierung von Maßnahmen, sondern vor Ort gucken, was ist angesagt, was wird gebraucht, um dann zu der geeigneten Maßnahme an der Stelle zu kommen. Ja, genau. Es ist ja nicht so, dass wir dieses Modell wie im IWAX-Projekt haben, wo wir tagesaktuelle, viertelstundenaktuelle Daten hätten, sondern in diesen Systemen sind ja zum Beispiel Gewässerstrukturdaten da, die sind inzwischen schon 6, 7 Jahre alt und die Situation hat sich vor Ort wahrscheinlich schon maßgeblich verändert. Und deswegen ist es, um das Wort nochmal zu bemühen, ein Realitätscheck, immer noch mal notwendig, da weiterzukommen. Ja, danke schön. Andreas, du hast 2016 bei unserem vierten Gewässerdialog ein Werkzeug für die strategische Maßnahmenplanung mit Gewässerstrukturdaten vorgestellt, Beach Vision. Das ist ja letztlich auch ein Simulationsmodell gewesen, wo man oder das entscheiden helfen soll, wo eine Maßnahme den größten Effekt haben würde am Gewässer. Was sind deine Erfahrungen mit der Entwicklung solcher Systeme, vor allen Dingen aber auch mit der Implementierung und der Anwendung hinterher? Ja, die Erfahrungen sind, ich sag mal, durchwachsen. Durchwachsen insofern, als mit dem konkreten Produkt, das uns da bislang noch nicht gelungen ist, potenzielle Kunden wirklich zu überzeugen von dem Nutzen der ganzen Sache. Das ist sehr ärgerlich. Auf der anderen Seite reihen wir uns da ein in eine ganze Reihe von Entscheidungsunterstützungssystemen. Ich habe vor Jahren mal, war ich Mitglied im DWA-Arbeitskreis, der hieß auch Entscheidungsunterstützungssysteme in der Flussgebietsbewirtschaftung. Und als wir die konstituierende Sitzung hatten, so mit ungefähr 15 Leuten aus Hochschulen, Behörden, Büros, wurde die Frage in die Runde gestellt, wer von den Beteiligten hat denn eigentlich schon mal an der Entwicklung eines Entscheidungsunterstützungssystems mitgearbeitet? Und da gingen alle Hände hoch. Dann kam die Frage, und welche der Systeme sind denn jetzt im produktiven Praxiseinsatz? Und dann schauten alle nach ihrem Kaffee oder nach ihren Notizen. Es zeigte sich, dass zumindest damals, was jetzt zugegebenermaßen auch schon ein paar Jahre her ist, offensichtlich der Entwicklungsbedarf gesehen wurde. Aber die Bereitschaft, solche Systeme, die ja, wie wir auch vorhin in dem Beispiel gesehen haben, auch sehr komplex werden können, selbst wenn man sich bemüht, sie so benutzerfreundlich wie möglich zu machen, es sind halt komplexe Fragestellungen, die Bereitschaft, sich dann auf so etwas einzulassen, ist dann doch überschaubar. Zumal
Ein Punkt ist eben auch, das, was dann an Vorschlägen kommt, kann ja unter Umständen nicht dem entsprechen, was man politisch, sozial, wie auch immer, für sinnvoll, durchsetzbar, opportun hält. Und dann steht man ja plötzlich ein bisschen blöd da, weil da sagt einem ein neutrales, Anführungszeichen, neutrales System, du solltest A tun, aber vielleicht hat man aus verschiedensten Gründen vorher schon A eigentlich verworfen und will es gar nicht machen und hat jetzt noch ein zusätzliches Argument, gegen das man vorgehen muss. Da habe ich so das Gefühl, es besteht noch eine gewisse Scheu, mit solchen Systemen einfach zu arbeiten und zu sagen, okay, das ist nicht die Wahrheit, die da rauskommt. Das ist, wie das Wort ja schon sagt, eine Unterstützung. Es soll eine Hilfe sein, aber es zwingt mich nicht, dann das zu tun, was da aus dem DV-System rauskommt. Da würde ich mir wirklich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bei den Anwendern wünschen, die sagen, ja, ich benutze das und naja, wenn das Ergebnis aus verschiedensten Gründen passt, dann eben nicht. Aber ich habe zumindest die Realität, die ja super kompliziert ist, ein bisschen vorstrukturiert, ein bisschen sortiert und ich sehe so, ja, ich bekomme Hinweise für das, was ich tun könnte und vielleicht auch Hinweise für das, was passiert, wenn ich es nicht tue. Ja, Entscheidungsunterstützung. Entscheidung ist ja immer beides, ne? Also es kann ja dafür und dagegen sein, ne? Und dann, ja, es ist eben nicht Entscheidungssystem im Sinne von, es wird eine Entscheidung getroffen, sondern ich werde darin unterstützt, abzuwägen, eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, das wäre dann aber eher, vorhin klang ja das mit dem, Entschuldigung, dass ich diesen Wunschtraum immer so wieder zitiere, aber das passt ja so ganz gut. Da ging es ja noch eher darum, dass man, ist das richtig gefüttert ist, dieses Entscheidungsunterstützungssystem und dann wirklich alle Daten für alle verfügbar wäre, was das Ziel am Ende wäre. Das ist ja die eine Facette, aber hier höre ich jetzt eher so ein bisschen so ein Akzeptanzproblem oder so ein Umgangsproblem damit raus, ne? Ja. Möglicherweise ähnlich. Also wenn das Corona-Problem nicht aufgetreten wäre, dann würden wir alle nicht jetzt so elegant und nonchalant mit digitalen Kommunikationsmedien umgehen, wie wir es jetzt gerade im Moment tun. Dann würden wir immer noch sagen, naja, kann man sich mal anschauen. Vielleicht, wenn man sich bestimmte Rahmenbedingungen anschaut, vielleicht die in Südafrika, so wie sie beschrieben wurden, wo der Druck dann vielleicht so hoch wird, ja, dann benutzt man es halt, weil es die einzige Lösung ist, die man zurzeit zur Hand hat. Ja, danke schön. Herr Dr. Christoffels, in den beiden Vorträgen zu dem IWAX-Projekt wurden ja zwei innovative Lösungsansätze für das Wassermanagement vorgestellt, aus dem Forschungskontext heraus. Sie selbst haben ja während Ihrer Zeit beim Erftverband selbst zahlreiche Forschungsprojekte begleitet, geleitet und vertreten den Standpunkt, Forschung heißt Fortschritt. Was braucht denn eine gute Idee oder ein in der Forschung erprobtes System, wie wir es jetzt vorgestellt bekommen haben, also eine Innovation, um den Weg in die wasserwirtschaftliche Praxis zu finden? Wie gelingt der Übertrag? Ja, interessante Frage. Forschung heißt Fortschritt, heißt, man muss immer neugierig sein. Neugierig im positiven Sinne. Interessiert an neuen Methoden auch, die sich ständig auch dem Wandel unterworfen sind. Also nicht immer am Althergebrachten festhalten, sondern auch neue Wege gehen, innovative Wege gehen und nicht zu sagen, ach, das geht sowieso nicht, sondern wenn es nicht geht, dann muss der Ehrgeiz einen packen, Dinge auch anzugehen. Ich gebe da mal ein Beispiel. Häufig wird gesagt, dass man diese ereignisbezogenen Stoffeinleitungen aus den Mischwasserentlastungen eher dem Monitoring sich entziehen, weil sie halt kurzfristig sind. Aber in der heutigen Zeit, wo man digitale und automatisierte Methoden installieren kann, ist das kein Hexenwerk. Nur es muss mal gemacht werden. Und da kommt man, schauen Sie die Maske, die ja, so. Da kommt man natürlich nicht damit zurecht, wenn man sagt, jetzt regnet es, jetzt könnte eine Mischwasserentlastung sein und wir begeben uns an die Einleitstelle. Das muss so geschehen, dass man ein Triggersignal hat, was einem dann automatisiert auch zeitlich differenziert Proben zurückstellt und die können dann im Labor untersucht werden. Und ich darf Ihnen sagen, das ist nur ein Beispiel.
wo sie hervorragende Ergebnisse zu sogenannten unbekannten Stoffströmen finden, die aber die Gewässerqualität entscheidend beeinflussen können. Und das ist das Problem, dass wir häufig Monitoring machen im Gewässer und fragen, wieso finden wir die Spezies nicht, die da sein müsste. Aber wir haben nicht im Blick, dass es beispielsweise im Jahr einzelne Ereignisse gibt, die so prägend sind für die Gewässerbiologie, dass wir die Organismen auch gar nicht finden können. Nur wir wissen es nicht, wir haben es nicht auf dem Schirm, weil wir beim Monitoring häufig auch Business as usual machen und nicht fortschrittlich denken. Das heißt, wir hätten hier eher in einem Forschungsumfeld die Möglichkeit, das auszuprobieren, aber es ist noch nicht in der Anwendung. So ist es an vielen Stellen. Beispielsweise, wenn Sie jetzt mal von den Mischwasserentlastungen, wo häufig Regenüberlaufbecken sind, ist auch noch eine Infrastruktur vorhanden, Strom beispielsweise, elektrische Energie. Aber es gibt auch Regenwassereinleitungen, da haben Sie keinen Strom. So, was kann man machen? Mit Solartechnik und Brennstoffzelle haben wir beim R-Verband seinerzeit uns beholfen und konnten zu Einträgen in die Gewässer aus den Regenwässereinleitungen, aus den Trennsystemen, Daten gewinnen. Und die waren extrem erhellend. Da konnten wir zum Beispiel feststellen, dass da nicht nur Niederschlagswasser war, sondern auch Fehlanschlüsse aus den häuslichen Schmutzwassereinleitungen. Weil wir beispielsweise in den Stoffeinleitungen aus dem Regenwasserkanal erhebliche Anteile von Koffein gefunden haben. Und Koffein kommt nicht mit dem Regen. Da konnten wir sogar anhand der Koffein-Konzentration und der Fracht ermitteln, so überschlächlich, wie viel fehlangeschlossene Einwohner an dem Regenwasserkanal waren. Und das hat mich dazu bewogen, auf meiner Internetseite zu schreiben, Forschung heißt Fortschritt. Wir müssen auch unabhängig von Forschungsvorhaben immer forscherisch denken, um weiterzukommen. Und wenn Sie jetzt aus einem Forschungsprojekt ein super Ergebnis, ein super Tool rausgefunden haben, haben Sie Erfolgsfaktoren, wie sowas dann zum Standard werden kann? Oder wie man sowas, das ist ja, ne, das mit dem Koffein, also haben wir ein gutes System in dem geschützten Forschungsraum ausprobiert, sagen, das ist super, das wollen wir anwenden. Was brauchen wir? Ist da der Bedarf? Muss da sein, nehme ich an? Oder es muss zumindest ein Anwendungsfeld sich anbieten? Ja, in jedem Falle. Aber das, wenn Sie Ihre Erkenntnisse, auch so ein gewisses Sendungsbewusstsein haben, das damit gepaart ist, mit diesem Forscherdrang, mit der Neugierde, dann sind Sie schon auf dem richtigen Weg, dass die Ergebnisse auch Verwertung finden. Ich darf ein Beispiel sagen, bei den runden Tischen im Zuge der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, da stand ganz oft hinten unter Bemerkung Expertenwissen. Und das waren genau das Resultat aus diesen Bemühungen, die wir in den Forschungsvorhaben getätigt haben und den Erkenntnissen. Das hat also unmittelbar Eingang gefunden in die Entscheidungsfindung. Und das ist natürlich das Schöne, das sage ich auch nochmal als großen Dank an den R-Verband, wo ich 38 Jahre sein durfte. Da waren wir genau an der Stelle, wo wir Forschungsergebnisse brauchen, um die besten Maßnahmen zu finden. Und das war ganz wichtig, weil jede Maßnahme in der Wasserwirtschaft kostet sehr, sehr viel Geld. Und nicht nur das, wenn sie falsch ist, steht sie 40, 50 Jahre in der Landschaft. Und das konnten wir uns nicht leisten. Und das wollten wir uns auch nicht leisten, dem unseren zahlenden Mitbürgern gegenüber. Und deswegen konnten die Erkenntnisse wirklich auch direkt Eingang finden in die wasserwirtschaftliche Praxis. Ja, wunderbar. Das war ein schönes Beispiel. Da wird das Ganze plastisch. Und vielleicht nehme ich mit, dass man auch gar nicht so stark trennt zwischen diesem Forschen auf der einen Seite und der Praxis auf der anderen, sondern so wie Sie werben ja für so einen Übergang, sich den Forschergeist bewahren und zu versuchen, neue Ideen jederzeit in die Umsetzung und in den Alltag, in den Arbeitsalltag mit einfließen zu lassen.
In den Vorbesprechungen für unsere Podiumsdiskussion bin ich mit den beiden Herren interessanterweise ziemlich schnell und auch ziemlich unabhängig voneinander beim Thema Daten gelandet. Und dann hat mich das Thema auch noch bei einer anderen Recherche ist mir das wieder begegnet. Deswegen habe ich mich entschlossen, das doch heute auch mit aufzunehmen. Und zwar hat das Gruber im Februar dieses Jahres einen Abschlussbericht einer Studie veröffentlicht, in der das Potenzial der Digitalisierung für den Bereich der Wasserwirtschaft untersucht wurde. Ergebnis, Zitat, als zentrales Thema bei der Weiterentwicklung hin zu einer Wasserwirtschaft 4.0 erweist sich eine stärker standardisierte und harmonisierte Datenerfassung, Datenhaltung und Datennutzung. Da hätte ich natürlich, bieten sich ja ganz, ganz viele Fragen an. Ich musste mich jetzt auf eine beschränken. Da ja letztlich alle Modelle, alle Systeme, alle Planungen auf Daten beruhen, könnte es ja eigentlich erstmal ganz einfach sein. Wir haben eine Fragestellung, wir suchen uns die Daten und Informationen, die wir glauben zu brauchen, und werten die aus und generieren unsere Antwort. Das funktioniert aber oft aus verschiedensten Gründen nicht. Datenaktualität und so weiter haben wir heute auch in mehreren Punkten schon angesprochen. Andreas, stimmst du dieser Diagnose des Gruber zu? Um die Wasserwirtschaft zukunftsfähig aufzustellen, brauchen wir eine stärkere Standardisierung, eine stärkere Harmonisierung, sowohl bei der Erfassung, der Haltung und der Nutzung von Daten. Oder ist schon alles gut? Geht. Also ich stimme dem zu, auch wenn ich bei diesen ganzen 4.0 einen Artikel bekomme, weil ja, es ist zurzeit ja alles 4.0. Demnächst ist dann das 6.0. Alle fragen sich, wo ist die 5 geblieben? Ich weiß nicht, wo die 3.0 geblieben ist, aber egal. Dann sollte man denken, dass wenn man jetzt 16 Bundesländer anschreibt und vielleicht von der Hälfte dann auch die Daten bekommt, dass sie dann mehr oder weniger alle gleich aussehen, man sie dann in eine Datenbank packen kann, dann kann man loslegen. Weit gefehlt. Und die Unterschiede resultieren dann beispielsweise auch aus solchen Dingen wie, wenn jemand Leitfähigkeit misst, dann kann er sie bei 20 oder bei 25 Grad messen. Wenn die Information, ob er sie bei 20 oder 25 Grad gemessen hat, nicht dabei ist, heißt das zumindest auch, man muss auch wissen, dass das einen Unterschied macht, diesen potenziellen Fehler überhaupt zu sehen. Oder dass es da unterschiedliche Einheiten gibt, in denen man den Wert angeben kann. Oder dass, wenn jemand Phosphor misst, dann kann er Autophosphat-Phosphor messen, er kann Gesamtphosphor messen, er kann Gesamtphosphat-Phosphor messen. Und wenn man dann in seiner Abfrage die Daten zurückbekommt, mit dem Hinweis, ja, hier sind die Phosphordaten, dann hilft einem das nicht zwingend weiter. Ich will sagen, wir brauchen dringend eine Harmonisierung. Wir brauchen aber auch eine Harmonisierung allein schon bei der Untersuchung, weil wir aufgrund der DIN-Normen, nach denen untersucht wird, teilweise verschiedene Normen haben für die gleiche Substanz, mit unterschiedlichen Genauigkeiten etc. Also da ist fürchterlich viel Aufwand zu tun, um den Aufwand, den wir zurzeit bei jedem Projekt haben, weil jedes Mal, wenn wir diese Datenabfragen machen, haben ein Jahr Zeit für ein Projekt, brauchen mindestens ein Vierteljahr, um die Daten zu bekommen und aufzubereiten. Das können wir uns wirklich nicht leisten. Also das sollte eigentlich einfach sein. Also dringend notwendig. Dringend notwendig. Ja, aus unserer Arbeitserfahrung, ne, kann man das nur unterstützen. Datenakquise ist ein weites Thema und es liegt auch mit der Verfügbarkeit, hängt es zusammen. Danke für deine Einschätzung. Carmen, um den Begriff überzustrapazieren, Wasserwirtschaft 4.0, beziehungsweise die Kernelemente Digitalisierung, Automatisierung im weitesten Sinne, siehst du da Potenzial für den Planungsprozess auch im Bereich der Gewässerentwicklung oder liegen für die Planung die Stellschrauben ganz woanders, um da auf, sei es nur 3.0, 4.0, also auf die nächste Ebene zu kommen? Also ich glaube, dass auch in der ganz konkreten Planung eine Digitalisierung einiges nach vorne bringen kann. Und dann sind wir schon wieder bei den Daten. Wo werden Daten nicht nur, wie werden sie erhoben, sondern wo werden sie abgelegt? Und wir kommen immer wieder an Punkte, wo unsere Kollegen, die Umweltgutachten zum Beispiel schreiben, dringend die Angaben aus einem Baumkataster brauchen, die wir aber nicht bekommen, weil derjenige, der sich damit beschäftigt, krank ist und der Benutzername des Rechners, des einzigen Rechners, auf dem sich die Daten des Baumkatasters befinden,
kein Mensch weiß, außer der, der gerade krank ist. Und wenn er dann lange krank ist, bekommen wir die Daten nicht. Also das ist Datenmanagement, gerade in der ganz, ganz unteren Ebene, auf der wir arbeiten, ist teilweise hanebüchen. Damit will ich gar nicht die Leute kritisieren, die da Datenhaltung konkret in den Behörden oder bei den Unterhaltungspflichtigen machen. Die wissen es teilweise nicht anders, die können es nicht anders. Wir haben mit unseren Wasserbehörden bei runden Tischen zusammengesessen, tatsächlich die Bearbeiter sagen, ja, aber wir haben kreisweit keinen laufenden GIS-Rechner. Wie sollen wir da räumlich-bezogene Daten aufbewahren oder auswerten können? Geschweige denn irgendjemand, der so ein System bedienen kann. Also da ist nicht nur von oben in den Standardisierungen Wichtiges zu leisten, sondern auch von unten überhaupt eine Infrastruktur zu schaffen, die das leisten kann. Und dann, wenn das läuft, dann kann man ganz viele Prozesse beschleunigen. Ja, danke schön. Das ist noch ein kleiner Weg bis dahin, aber wir bleiben zuversichtlich. Herr Dr. Christoffels, schlagen wir noch mal den Bogen zurück zum Gewässerschutz. Das Thema Bestandsaufnahme liegt Ihnen ja sehr am Herzen. Wir haben es gerade auch schon mal kurz angerissen. In unserem Vorgespräch sagten Sie, dass Sie zum Thema Revision des Monitorings Ideen haben und wörtlich gerne missionarisch tätig würden. Wir haben keine Zeit für Missionen mehr, aber vielleicht können Sie uns ganz in Kürze bekehren. Wie kann man das Monitoring verbessern? Und damit die Datenbasis, auf der ja viele Planungen dann auch beruhen. Ja, wenn ich das so gesagt habe, Sie haben es notiert, dann wird es wohl so sein. Das hat sich mir sehr eingeprägt. Ja, okay. Folgendes, vielleicht habe ich da beim Gewässermonitoring einerseits an die Eintragspfade gedacht, die Spezifizierung der Eintragspfade. Und da sollte sicherlich etwas mehr Fantasie reinkommen. Es wird heute, wo wir die Punktquellen, ich sage jetzt mal, die kommunalen Kläranlagen doch weitestgehend in Ordnung haben, wird sehr viel gesagt, ja, okay, da sind die diffusen Einträge. Ne? Die Landwirtschaft ist ja vielleicht auch so. Aber man muss das, wenn man das so adressiert, auch quantifizieren können. Weil wenn man das nicht hat, dann wird man nicht sprachfähig mit der Landwirtschaft. Und das ist wichtig. Sie müssen harte Daten haben. Und das gilt es zu tun. Und genauso gilt es im Gewässer auch weiter voranzukommen. Also ich bin zum Beispiel nicht unbedingt ein Freund davon, dass wir schon der Begriff Routinemonitoring, da geht man im Frühjahr, im Sommer und im Herbst mal ans Gewässer, nimmt eine Schöpfprobe, parallel ist der Biologe unterwegs, aber diese Schöpfprobe geht dann ins Labor und wird dann auf das fast das Periodensystem der Elemente untersucht. Und das dreimal im Jahr. Metadaten werden teilweise nicht erhoben. War Bewölkungszustand, nämlich abhängig von der Bewölkung, gerade bei kleinen Fließgewässern ist der Chlorophyll-A-Gehalt völlig unterschiedlich. So, wir brauchen also gerade an der Stelle, wo die Daten erhoben werden, bei der Generierung, da müssen wir mehr kommunizieren, wie wichtig das ist. Und das tun wir nicht. Wenn wir solche F&E-Projekte vorstellen, dann wäre es auch gut, wenn der Probenehmer da sitzt, der die Schöpfprobe genommen hat, dass er einfach weiß, ja, je nachdem, wie ich das mache, ist das Ergebnis gut oder schlecht. Das wäre vielleicht so ein Gedanke, der mir dabei kommt. Dann, gerade bei kleineren Gewässern und mittleren Gewässern, und das ist nun mal die Vielzahl der Gewässer, wir vernachlässigen den Gewässerboden. Der Gewässerboden ist der bevorzugte Lebensraum von Gewässerorganismen in kleineren Gewässern. Und Sedimentuntersuchungen werden sehr stiefmütterlich behandelt. Es gibt kaum eine vernünftige Vorschrift dafür. Für die Schifffahrtsstraßen, damit Kanäle schiffbar sind, da werden Sedimentuntersuchungen gemacht. Aber für die Vielzahl der kleineren und Fließgewässer, jetzt hinsichtlich Gewässerschutz, wird kein Sedimentmonitoring gemacht. Und das muss etabliert werden. Es ist aufwendig, aber wir müssen Regeln dafür finden.
wie wir auch, welche Qualität hat das Sediment? Jetzt meine ich auch morphologisch, welche Korngrößenverteilung haben wir? Wir müssen aber auch wissen, welche Schadstoffe sind da drin. Wir können Analysen aus der Freiwasserzone machen und sagen, ja, hier müssten doch eigentlich die Organismen sein. Wenn der Gewässerboden degradiert ist, von der Morphologie, aber auch von der Qualität, dann erfüllen wir niemals die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie. Und das Gewässer, das Sediment, ist das Gedächtnis des Gewässers. Sehr lange Schadstoffe lagern sich da ein. Und das prägt den Zustand eines Gewässers. Und bei vielen Dingen bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie gucken wir da zu wenig hin. Ja, dann hoffen wir, dass wir den Fokus da noch mehr hingerichtet kriegen. Und zu dem Punkt davor bin ich absolut bei Ihnen, dass wir eine höhere Wertschätzung für die Grundlagenarbeit brauchen, ne? Für die Daten, auf denen letztlich unsere Planungen beruhen. Ja, bitte. Eine Ergänzung machen, weil Sie das in Punkt Metadaten angesprochen haben. Ich denke, den Bogen zu herzustellen zu den Entscheidungsunterstützungssystemen. Da ist es ja meistens so, dass beim Aufbau solcher DSS, so Decision Support Systems, man auf bestehende Datenquellen zurückgreift. Und das Problem ist eben, wenn dort dann die Metadokumentation nicht da ist, muss ich sozusagen, ich benutze dann Daten, von denen ich unter Umständen gar nicht weiß, sind sie für die Fragestellung geeignet, für meine, weil sie wurden ja unter Umständen für einen ganz anderen Zweck erhoben. Und also um die vielfältige Nutzbarkeit der erhobenen Daten, die ja nun wirklich nicht billig sind, sicherzustellen, lohnt es sich eben noch, die eine Meile mehr zu gehen und sie etwas besser zu dokumentieren, als es bisher der Fall ist. Ja, das sind wir schon wieder bei der Datenerfassung, ne? Und der Optimierung, die wir da vor uns haben. Auf jeden Fall. Wie sehen Sie das? Jetzt haben wir hier intensiv diskutiert. Ich möchte aber auch Sie vor den Bildschirmen gerne nochmal mit einbeziehen. Das waren ja für viele sicherlich Worte aus dem Herzen, die hier gefallen sind. Ich kann mir vorstellen, viele erkennen sich wieder in dem, was gesagt wurde. Haben wir schon Wortmeldungen? Hat sich jemand eingebracht? Haben Sie Lust, noch was dazu beizutragen zu unserer Diskussion? Hier scheuen Sie sich nicht. Heben Sie virtuell die Hand, dann kann der Herr Nienhaus oder die Frau Zülich Sie dazuschalten. Ich würde mich freuen, wenn wir auch mit Ihnen als Teilnehmenden ins Gespräch kommen. Vielleicht gibt es auch von den anderen Anwesenden hier im Raum, es sind zwar nicht viele, außer denen, die Sie gerade sehen können, aber vielleicht gibt es doch noch die ein oder andere Frage hier aus dem Raum. Dann mache ich mal, bitte. Wir haben tatsächlich eine Frage. Wunderbar, dann. Vielleicht eine doofe Frage, fragt der Nutzer. Aber könnten die temporären Mischwassereinleitungen im Hochwasserfall beziehungsweise bei einer Regenereignis im Sediment abgebildet sein oder ist der Lastfall zu kurz? Soll ich doch gerne, Herr. Ja. Also was im Worst Case ist für ein Gewässer, ist, wenn Sie eine lang anhaltende Trockenwetterperiode haben mit Niedrigwasserabfluss und dann ereignet sich vorzugsweise in den Sommermonaten ein Starkregenereignis mit erheblichen Mischwassereinleitungen. Das heißt, die Abwasserlast steigt von einer Sekunde auf die andere. Und zwar Abwasserlast nicht, wie wir es aus den Kläranlagen kennen, sondern das Rohwasser ist quasi im Gewässer. Und dies, das können Sie auch sehr gut sehen, wenn Sie Sedimentuntersuchungen machen, da sind wir schon wieder beim Thema, dass Sie erhebliche Faulschlammabbildungen unterhalb von solchen Einleitungen haben können. Das hängt natürlich noch vom Gefälle ab und von Sonstigem. Aber dieser Fall, den ich jetzt gerade schilderte als Worst Case, ist wesentlich schlimmer, als wenn Sie gleichzeitig vergesellschaftet damit ein Hochwassergeschehen haben. Weil damit im Grunde genommen die Gewässerstrecke unterhalb einer Einleitung nicht so stark tangiert wird. Also das bringt mich auf diesen Worst-Case-Szenario. No, aber da ist sicherlich temporär, ich würde das wurde genannt, ereignisspezifisch. Mhm. Das geht teilweise so, dass Sie hoch entlastende Regenüberlaufbecken, ich habe mal diese Zeiten ausgewertet,
eine halbe Stunde, da ist das schon wieder vorbei. Und deswegen brauchen wir in unserem Langzeitmonitoring über 20 Jahre auch ereignisspezifisches Monitoring. Ja, das nehmen wir mal mit. Ich hoffe, das geht in die Richtung, die der Fragesteller oder die Fragestellerin die Frage gestellt hat. Haben wir weitere Wortmeldungen? Ja, vielleicht eine. Herr Furtmann, möchten Sie live kommen? Ja, guten Tag zusammen. Mich hat Sie interessiert, die Äußerung von Herrn Christoffel über die Auswirkungen des Sediments auf der Gewässersohle. Das habe ich aus eigener Erfahrung vielfach festgestellt. Das entscheidet da wirklich über die Überlebensmöglichkeiten von Fischbrut, aber auch von allerlei Larven, Insektenlarven und so weiter. Und ich finde es sehr wichtig, da was anzustoßen, da auch in kleinen und mittleren Gewässern mehr Monitoring zu betreiben. Darf ich da? Ja, gerne. Antworten. Nächste Woche findet bei der DWA eine Kick-Off-Meeting statt zum Thema Gewässermonitoring. Na, genau zu diesem Thema. Wer da Expertise hat, gerne kann er sich bei der Bundesgeschäftsstelle in Hennef noch melden. Dann sehen wir uns wieder. Gebe ich gerne in die Runde. Sie haben es alle gehört, die noch da sind. Also wenn da Interesse besteht, folgen Sie der Einladung von Herrn Dr. Christoffels. Dankeschön. Haben wir noch eine Wortmeldung? Sonst würde ich mit Blick auf die Uhr tatsächlich zum Ende der Podiumsdiskussion kommen. Ich könnte zwar hier noch, wenn es nach mir ginge, eine Weile sitzen und mich weiter unterhalten, aber uns sitzt die Zeit ein wenig im Nacken und nachdem wir bisher so gut im Programm geblieben sind, wollen wir das doch auch weiter erfüllen. Zum Ende der Podiumsdiskussion gehen wir noch mal ganz an den Anfang zurück. Und zwar zu unserer Überschrift Gewässerschutz zwischen Wunsch und Realität. Die Realität blenden wir jetzt mal aus. Das haben wir ja schon gerade ein paar Mal den Realitätscheck gemacht. Das lassen wir jetzt mal weg. In die Runde hier gefragt an meine Gäste, was ist euer persönlicher Wunsch für den Gewässerschutz? Wenn wir die Realität ausblenden, wer möchte anfangen? Ladies first, sonst fange ich an. Dann fange ich an. Was wäre mein Wunsch? Mein Wunsch wäre, dass, und jetzt muss ich doch ein bisschen in die Realität gehen, dass sich alle, die sich mit dem Thema Gewässerschutz und Verbesserung befassen, einfach Lust darauf haben. Lust darauf haben, die Gewässer zu schützen, Lust darauf haben, einen naturnahen Zustand herzustellen. Denn dass da irgendjemand Bock drauf hat, was wir da gerade versuchen hinzukriegen, hat man ganz oft den Eindruck nicht. Und da wünsche ich mir, den eben schon genannten, ein bisschen mehr Sendungsbewusstsein, wenn er das Doppelsängchen hat. Wunderbar, danke schön. Gehen wir den Reihenfolge durch. Herr Dr. Christoffel. Haben Sie mir sehr viel von meinen Stichworten schon vorweggenommen. Ich wollte das auch so ähnlich sagen, vielleicht kann ich es aber ergänzen. Vielleicht sollte man auch in der Lehre die Begeisterung für dieses Wunderbare, für die wunderbare Disziplin wecken und das nicht nur als einen Brotjob sehen, sondern tatsächlich als etwas, was so viele spannende Momente, fachliche, ambitionierte Dinge, aber auch kommunikative Skills erfordert. Ich habe da noch den ehemaligen Vorstand des Wasserverbands Eifel-Ruhr in seinen Schlussworten, wie er pensioniert wurde im Ohr, wo er sagte, er hätte am Anfang, wie er angefangen hat in seinem beruflichen Werdegang, nie gedacht, dass das so eine kommunikative Aufgabe ist. Und deswegen möchte ich sagen, nicht nur fachlich, technisch, sondern wir haben auch, wurde auch eben in dem Vortrag gesagt, sehr viele Kommunikationsleistungen zu verbringen. Wir müssen Bürger überzeugen, wir müssen das Geld akquirieren für die Aufgabe. Und es ist ein wahnsinnig spannender Beruf, in dem wir tätig sind. Und das müssen wir den jungen Menschen mit auf den Weg geben. Ich würde mir wünschen, für den Gewässerschutz, dass wir alle an einem Strang ziehen. Das klang heute Morgen auch schon mal an, aber dass diese Freude und Begeisterung und der Wille, dass das in die gleiche Richtung geht und dass wir es schaffen, mit allen Akteuren, die am Gewässer tätig sind und
was vom Gewässer wollen, dass wir uns bemühen, das Bestmögliche zusammen zu erreichen. Und da hoffen wir, dass vielleicht dieser Gewässerdialog auch wieder ein bisschen dazu beigetragen hat, dass wir in die gegenseitige Wahrnehmung gehen, dass Vernetzungen entstehen, beim nächsten Mal dann gerne auch wieder im persönlichen Austausch hoffentlich. Und in diesem Sinne würde ich mit Blick auf die Uhr eine kurze Zusammenfassung unseres Tages noch mal machen, bevor wir dann in die Verabschiedung. Jetzt kriege ich gerade ein Signal, was ich noch nicht ganz deuten kann. Ich habe hier noch einen Beitrag. Karl Schreiber sagt, danke, wir dürfen nicht aufgeben. Hoffen wir auf gute Kommunikation aller Krisen zum Wohle möglichst aller. Aber wenn die Natur defekt ist, wird allen geschadet. Viel Erfolg, Karl Schreiber. Wunderbar, das wäre jetzt fast schon ein perfektes Schlusswort. Aber herzlichen Dank, dass Sie das noch eingebracht haben. Ich denke, da fühlen wir uns alle bestärkt in dem, was uns verbindet hier beim Gewässerdialog. Und schön, dieses Feedback zu bekommen. Dankeschön. Gehen wir noch mal eben den Bogen von heute Mittag, 14 Uhr bis jetzt fast 17 Uhr. Und wir schaffen die 17 Uhr. Wir bleiben vor 17 Uhr. Wir haben angefangen eigentlich gestern schon. Das hat gar nicht heute um 14 Uhr begonnen. Gestern um 14 Uhr haben wir hier angefangen, Kabel zu verlegen, Mikrofone und Kameras aufzubauen und in den Techniktest zu gehen, damit wir Ihnen heute das anbieten konnten, was Sie erlebt haben. Die größere Panne war natürlich nicht vorgesehen, aber sei es drum. Ich hoffe, Sie haben trotzdem, sind Sie uns treu geblieben und jetzt haben sich den Rest, der ohne Pannen verlaufen ist, dann auch noch angeguckt. Dann sind wir heute Morgen, heute Mittag gestartet mit dem ersten Vortrag von Frau Manderfeld zur Gewässerentwicklung zwischen Wunsch und Realität, zwischen Bedarf und Realität. Sind dann gemeinsam Richtung Südafrika gedanklich gereist, haben zwei Vorträge aus dem IWAX-Forschungsprojekt gehört, einmal zur Entscheidungsunterstützung und dann zur Kontaminationsrisikoanalyse. Zwischendurch haben wir auf den Wellen gesurft oder auch auf den Straßen und sind dann sogar live in den Krügerpark geschaltet worden und haben da ein paar vor Ort Einschätzungen bekommen. In der zweiten Pause sind wir über die Nidder geflogen und haben letztendlich hier, und da bin ich sehr dankbar für, dass wir noch in der Diskussion den Bogen hatten und vis-à-vis uns unterhalten konnten. Ich glaube, das habe ich noch nie so gewertschätzt wie in einer hybriden Veranstaltung, wo ich Sie, unsere Teilnehmer, gar nicht sehen konnte. Wir haben über die Themen Entscheidungsunterstützung in der Gewässerplanung, Datengrundlagen, Wasserwirtschaft 4.0, Forschungsergebnisse oder Forschergeist in der Wasserwirtschaft gesprochen und zum Schluss unsere Wünsche geäußert, die so schön nochmal zusammengefasst und gespiegelt worden sind. Und damit sind wir ganz am Ende angekommen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, auch im Namen des gesamten Teams der Gewässerexperten, die hier heute die Veranstaltung vor Ort begleitet haben, aber auch hinter den Kulissen mitgewirkt haben. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute beim 7. Gewässerdialog in dem hybriden Format dabei waren. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wir hoffen, dass unser Programm Ihnen gefallen hat, dass wir das Richtige zusammengestellt haben und dass Sie die ein oder andere Erkenntnis oder auch einen neuen Gedanken mitnehmen konnten. Dieses Jahr können wir Sie leider nicht zum Netzwerken bei Imbiss und Getränken einladen, wie das sonst guter Brauch ist beim Gewässerdialog. Und in den persönlichen Austausch mit Ihnen gehen. Wir freuen uns aber, wenn Sie uns trotzdem Ihr Feedback zu dieser Veranstaltung geben. Es ist eine Umfrage vorbereitet worden. Der Herr Nienhaus hatte das auch schon angesprochen vorhin. Die ist jetzt, wenn ich das richtig deute, freigeschaltet. Das heißt, Sie müssten jetzt so ein Fenster im rechten Bereich aufgeklappt sehen. Da sind 4 Fragen hinterlegt. Und wir freuen uns, wenn Sie, bevor Sie sich ausloggen, oder bevor Sie das Meeting verlassen, uns da eine Rückmeldung geben. Diese Umfrage läuft auch nach Ende noch eine Viertelstunde weiter. Das heißt, Sie haben auch Zeit, das gleich noch zu machen. 5 Minuten läuft sie weiter. Egal, Sie werden auf jeden Fall Zeit haben, da gleich noch reinzuschreiben. Und
Da wir auch unser Gästebuch dieses Jahr nicht ausliegen haben, dürfen Sie uns in der letzten Frage gerne auch das virtuell mitteilen, was Sie uns sonst ins Gästebuch geschrieben hätten. Vielleicht als kleiner Ausblick, es ist zwischendurch gefragt worden, ja, die Präsentationen bekommen Sie im Nachgang und auch den Link zu dem Film oder zu den Filmen, die gezeigt wurden. Und wir werden auch wieder einen kleinen Kurzbericht zu dieser Veranstaltung erstellen, den Sie per Mail und auch online bei uns auf der Webseite dann bekommen. Schauen Sie unter www.gewässerexperten.de gerne mal vorbei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Referenten des heutigen Gewässerdialogs. Frau Hane, Herr Dr. Jolk, die Carmen Manderfeld und bei meinen Gästen hier in der Podiumsdiskussion kamen gleich nochmal Herr Dr. Christoffels, Dr. Andreas Müller, vielen Dank. Ich mache das jetzt einmal stellvertretend, kriegt vielleicht jeder eine eigene, aber wir überreichen hier gleich auch ein kleines Dankeschön. Diese Frösche kriegen Sie sonst auch selber zum Kosten, das ist auch schon ein bisschen Tradition und keine Innovation, aber das verschieben wir auch aufs nächste Jahr. Damit ist der 7. Gewässerdialog zu Ende. Wir verabschieden uns von Ihnen. Herzlichen Dank nochmal für die Teilnahme. Kommen Sie gut durch den Herbst und den Winter, dieses Jahr besonders. Und auf Wiedersehen beim 8. Gewässerdialog.
haben.